es jetzt schon billiger Filter ist, dann mache ich es wieder weg. Das Spiel ist neu. Das glaube ich kam letzten Monat oder so raus. Zimmer zu vermieten. Oh Ted, komm, wir ziehen ein. Mach keine WG. Monk, du hast recht. Danke dir. Oh, so viele Kinder sind vermisst. Oh Gott, das hängt ans andere Spiel, geht das weiter. Grafisch jetzt schon top. Tag, Grafi, danke für 40 Monate. Hallo, du Hübscher, wie geht's dir? Ich kenne das Game schon, deswegen. Ah, okay, Monk ist gut. Es regnet. Bestes Wetter. Das ist der Ort. Ich muss hinein, bevor der Sturm kommt. Ich find's gut. Ich freue mich. Das ist geil. Nui, darf ich noch ein Holy haben? Ich muss jetzt die Kiste mit meinen Habseligkeiten aus dem Kofferraum meines Autos holen. Warte, ich sehe gerade, es ist auf 30 FPS. Ja, man. Du hast... weiß nicht, Nui. Was gibt's denn? Ein Zitrone-Eis. Ja. Ja? Tja. Hallo, mein Lieber. Der Dino-Freund. Krisosaurier, da ist er. Nur der Dino-Freund ist da. Von der Dino-Komik. Krisosaurier, mein Dinosaurier-Freund. Schöne Grüße auch an deine Freundin. Achso. Sehr schön. Den habe ich bei der Dokomi gesehen, den Krisosaurier. Der hat mir so von Dino geschwärmt. Der hat Dinosaurier-Tattoos auf den Arm gehabt. Von der Dokomi. Sehr netter Kerl. Ich hoffe, dir hat, ich hoffe, es war schön. Ich hoffe, dir hat Spaß gemacht und ich hoffe, ihr habt es noch gut eingenommen. Die Cat Lady. Was los? Ha? Wir müssen vom Shop der Freundin was bestellen. Legend of Cat Lady, bist du das? Die, was auch ausgeholfen hat mit dem Dino-Freund? Ich freue mich auf die neuen Sorten von Holy. Reptil, ich hab sie alle hier. Ich sag dir, am besten schmecken mir, ich finde den Drachen zum geil, aber Cola und Dings, die zwei finde ich richtig gut. Lass das schmecken, mein Hübscher. Sauge, der freut sich genauso, der hat sich so bedankt, dass ich Dino Crisis gespielt habe, fand ich so lieb. Okay, Jenny, ich hole jetzt meine Sachen ein. Sauge, Freund, wir ziehen jetzt ein, die Kettle, die nimmst mit. So. Und das ist mein... Kofferraum wieder schließen. So, Chat, ihr bleibt derweil im Auto sitzen. Ich komm gleich, ich hole euch gleich, ja? Okay, so. So, ja? Der Papa kommt gleich, so. Endlich eine Ruhe von die Plagen. Ah, herrlich. Ha. Heute Fußball und Bier. Ah. Ja, ja. Papa kommt, ja? Ja, 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 ja. Ah! Ah, danke, Louis. Ah, hallo, mein Schatz. Black Days. Hallo, lieber Kaputt-Wohn-Chat. Ich habe dich zum ersten Mal bei Zombies Video von Different Company gesehen und habe bis jetzt deine Videos auf YouTube nachgeholt. Du bist ein sympathischer Dude und dein Chat ist auch mega lieb. Es macht dir Spaß zuzuschauen und lässt mich meine Sorgen vergessen. Auch Black Days. Hallo, mein Schatz. Ja, wir ziehen gerade um, Black Taste. Komm, ich nehme deine Sachen auch mit, Black Taste. Komm, ich zieh dann, nimm deine Sachen auch noch mit. Warte, ich geh nochmal zurück. Ich hol. Black Taste, herzlich willkommen. Dankeschön, danke für die lieben Worte. Black Taste, komm, ich bring, nimm deine Sachen auch noch mit. Wir bestellen heute Pizza. Komm, mach's mit. Der Monk zahlt, hat er gesagt. So, Black Taste, deine Sachen nehme ich jetzt auch noch. Papa, komm gleich, ja. Tschüss. Black Taste, herzlich willkommen. Sag's aber dem Black Taste hallo. Und meinen Saurierfreund auch. Dino Crisis Film und das Highlight bereiten mich gerade für die Nachtschicht. Oh, Chris, was machst du mal? Was arbeitest du? Papa, sind wir schon da. Die Reptil, kommen Sie mit. Sie sind auch heute zum ersten Mal da. Der Chat ist mega lieb. Seit wann denn das? Ey, da lasse ich nichts dran kommen an meinen Chat. Das ist schon an niemanden. Auch an dich nicht, Toni. Das ist schon so ein Ding. Ich glaube, für meinen Chat würde ich schon da legen die Hand ins Feuer. Da wirklich. Ich hab die so. Ich hab super Leute. Muss ich sagen. Oh Gott, da ziehe ich ein? Naja, Hauptsache billig. Recht, dass uns im Auto lässt.
Oh, hallo. Wohin ziehen wir denn? Blacktails da rein. War günstig. Frag nicht nach. Wir gehen einfach so. Hier auch die Leroy, wo uns auch schon der Dezekt, ey, komm. Ab und zu haben wir kein Wasser, aber nicht so schlimm, ja? Und das sieht ja toll aus hier drin. Manchmal läuft der Keller voll, aber die Miete war günstig. 200 Euro war die Miete mit warm 250. Habe ich gesagt, komm, da kann man nichts sagen. Ne? Die Profilname kommt auch, Silverane wohnt auch schon drin. Super. Da kann man nicht. Da soll man nicht rein. Da hört man immer so Schreie raus. Da dürfen wir dann nicht rein. Dinosaurierfreund und. Wie heißt die Freundin nochmal? Ah, oh, wie hieß sie nochmal? Ich kann da nicht raustappen, weil dann wieder alles ruckelt. Ich bin im Vollbild gerade. Dann auch bekommst du dafür da zu wohnen. Sollte ich bekommen, ne? Noch nicht mal eine Minute. Sask, du süße Maus. Hallo, ich bin der neue Nachbar. Ich wollte mich nur mal vorstellen, weil ich streame und ich bin manchmal sehr laut. Und ich hoffe, das ist kein Problem für Sie. Na gut, dann gehe ich jetzt wieder rauf. What the fuck ist da drin? Hallo, könnten Sie den Fernseher leiser machen? Na, wenn es so günstig ist, könnte es nur gut werden. Ey, Blacktails, aber danke für die Worte. Eine Katze! Hallo, Baby! Oh. Jakob, zeig den Bauch her. Zeig nicht, du Gutoni, die Katze. Baby. Ah. Blacktails, danke für den Sub. Blacktails, danke schön. Hallo, und halbere Grafik. Ach, danke euch. Ey, Blacktails, süße Maus. Echt, ja. Schon ins Herz geschlossen. Schon da. Genau wie mein Dinosaurierfreund und die Freundin von ihm. Die Cat Lady. Da ist sie doch. Cat Lady, du warst die Freundin, oder? Sag, schreib nochmal bitte. Ein Willkommensbrief. Es scheint, als hätte der Mieter einen Brief für mich hinterlassen. Das ist aber nett. Ich habe jetzt alle Holy Ice Sorten durch, also das mit Minze schmeckt mir am besten, dann der Zitrone ist dann Pfirsich. Sind, oh Caroline, und hast du den Dings auch probiert, den Akai-Hibiskus? Die vier sind auch meine Favorites. Das sind auch, aber freut mich, dass der schmeckt. Wir wollen die Katze behalten. Ja, Cat Lady, da, ich kenne sogar den Namen jetzt auch. Hat mich sehr gefreut, euch zu sehen. War sehr nett mit euch. Floor 5. Hallo meine Liebe, ich wusste, dass du dich verlaufen würdest. Ihr Zimmer befindet sich im 5. Stock. Ich habe die Tür für sie unverschlossen gelassen. Das ist aber nett. Da vertrauen sich noch, da vertraut auch noch der Nachbar, der Nachbarin. Da gibt's gar nichts, ja. Da ist noch, da wird so, da wird bei uns auch manchmal an der Tür geklopft. Darf ich mir ein Ei borgen? Ja, Spielreptil letztens gesagt. Darf ich mir ein Ei borgen? Habe ich gesagt, nimmst gleich zwei, behältst du, gell? So, weißt du, so, da bei uns Nachbarschaft, es wird noch gepflegt, ne, das ist gar nichts. So, Samurai Yato letzte Woche da gewesen, hat gesagt, dürfte ich mir ein Zahnbürstel ausborgen? Hab ich gesagt, bring uns das dann wieder, ich muss da nämlich auch. Das ist, so ist es bei uns in der Nachbarschaft, ne. So, das ist, ne, das ist halt, das ist, weißt du, so, ne, das ist, bei uns ist das halt noch ein bisschen persönlicher. Ne? Das ist so, ne. 1-0 Türkei. Ja gut, hat erst begonnen. Ja, der Biskus schmeckt mir nicht. Okay, gut. Aber du kannst, wenn er dazu süß ist, gib einfach weniger rein. Ich denke, wer schaut mal von draußen zu? Deine Handynummer wolltest du mir aber nicht geben. Ne, dann rufst du mich den ganzen Tag an. Da kann ich mich nicht schlafen. Ich tue manchmal den Hund ärgern. Ich läute nämlich extra oft an. Was gibt's eigentlich wieder? Zitrone heißt die. Gibt's sie nicht? Ist ja gerade ausverkauft. G-Bain, oder wie? Jackie Twee, gut, Samurai, danke für Subs. Herzlich willkommen. Haben wir eine Taschenlampe? Ich glaube noch nicht. Ich glaube, bis jetzt haben wir nur. Also, wir sind ja bis jetzt wirklich nur vom Auto. Die Kisten. Wie viele Hunde leben denn da in dem Haus? Hallo, Sleepless Kill, herzlich willkommen. Wird dann eine Wurst auch ausgeborgt? Natürlich. Ja, ja. Bei uns, hier bei uns wird alles geteilt. Ne?
Also wenn die Türkei gewinnt, Vorsicht von den Autokorsos, brauchen keine... Ach, Quatsch. Nee, aber es ist ja doch erst begonnen, ne? Heißt, liebes Kind, herzlich willkommen. Ich hab's eh gelesen, alles gut. Der Mod, der Bot löscht, glaube ich, nur ab 7 Emotes, damit ich so gespammt werde, ne? Aber das ist nichts Persönliches, macht der Bot automatisch. Ich höre irgendwie putzen. Wer putzt hier? Ist es oben? Ich schlurre meine Hübschlag für 19 Monate und passt den Dedipartstag für 5 Monate. Danke euch. Herzlich willkommen. Meine Liebe, dein Zimmer ist auf der rechten Seite. Die ist aber auch sehr hektisch beim Zammwischen, ha? Die kann ich gar nicht halten. Ja, das ist, by the way, das ist bei uns, das ist die Applet Lava. Ab und zu hat die so einen Putzfimmel, dann tut die da aufwischen, dann, wenn sie da nicht auch da mit dem Nachtkleid raus und die ist ja, komisch, aber lieb. So. Da wohne ich. Lucifer, danke für die Bude, vielen Dank. Ah. Wow, danke. Apple auch hier. Ah, da wohne ich jetzt. Kuschel, danke für 3 Monate. Danke, danke euch allen. Ich sollte die Kiste auf den Frisiertisch stellen. Kuschel, danke für 3 Monate. Danke euch. Danke dir. Wo ist denn der Tisch da? Ah, ja. Ist ein bisschen dunkel, oder? Warte mal, Jenny, mal ein bisschen heller. Ist echt ein bisschen dunkel, ha? Da. Ja, ist immer... Ist immer nur dunkel. Noch ein bisschen heller. Komm, Mama, 116. Gönn der Arme doch mal Feierabend. Ja, sie will immer putzen. Ist vielleicht angenehmer zum Schauen, oder? Putze App liebt den Job. Weiß ich, welches Spiel das ist. Was heißt, oh nein, du weißt, welches Spiel das ist. Ist es schlimm? Das ist mein... Ah. Oh. Schön. Da hat der Nachbar doch glatt in der Vormieter glatt den Urin schön da vergessen. Oh, herrlich. Ich freue mich gerade mega, ich sehe Putzi schreien. Ist das so schlimm, das Spiel, was wir da jetzt spielen? Okay. Keine Wurst. Ich schaue mich mal um in meiner... Das ist meine neue Bude. Oh, was soll denn schief gehen? Oh, hier, das ist super. Kann ich durch den Spion schauen? Nee, okay, Sprechanlage. Oh, das ist meine Wohnung. Hä, ist aber echt? Was ist das für ein Durcheinander, als hätte es jemand eilig gehabt zu gehen? Oh. Oh, da haben sie den Mist bei mir lassen. Ich sollte die Wohnung ein wenig aufräumen. Oh. Informierst du dich nicht. Was? Informierst du dich als nicht über die Spiele? Doch schon, aber ich schaue es mir ja nicht komplett an. Aber ich. Doch schon, also ich schaue mal schon, was das für ein Spiel ist, aber ich schaue jetzt nicht komplett, was es für ein Spiel ist. Also, ich, das wäre doof. Dann räume ich das halt weg, den Mist von der Meowts. Da ist ja ein Durcheinander, da haben sie wieder einen Turm gebaut. Ah ja, kippen auch. Davor, es fällt es aber nicht an. Ja, das dachte ich mir auch gerade. Aber, oh, es wird schon wieder gehupt. Oh. Es hupen schon wieder alle. Ach nee, wenn das jetzt so weitergeht. Okay, keine Ahnung. Also ich habe ihn angebracht, aber er ist irgendwie nicht an. Wem haben wir denn da? Ja. Die Sask, Morahak, Moonlight Rose, Hochzeit? Nee, Fußball. Fernseher? Okay. Oh, oh, das ist der neue von Philips. Super Fernsehen. Antenne, Lautsprecher, An-Aus-Knopf, Farbe, Skatkabel. Alles. Alle Sender kriege ich rein. Ich habe alle Sender drin. 1, Sender 2, DSF, Sender 7 habe ich auch. 6 spinnt manchmal. Dann habe ich drin... Pro7 habe ich drin, Jamba Spar Abo Sender, alles. Wetterbericht, alle Frequenzen empfange ich.
alle. Ne? Kommt vorbei bei mir, gibt's morgen eine Party. Ja? Leutnant Karo Schulu kommt auch. Hat er gesagt, kommt auch, macht Party bei mir. Freue ich mich. Ja, und da habe ich, den habe ich mir ins Zimmer gestellt. Das ist unser Schönster, der Don Werden. Das ist bei mir, in Wirklichkeit schaut es auch bei mir so aus, in der ganzen Wohnung stehen Fotos von Zuschauern. Da denke ich mir, ach schau, das Spielreptil, schau dann an, wie schön. Also, das ist auch so ein bisschen, dass man im Kopf auch bei euch ist. Also der Monk steht am Klo, damit ich auch da. Ja, das sind so Sachen, das ist immer wichtig, dass man mit den Zuschauern und auch wenn man nicht streamt, der Wald hält, hängt man mit dem Kleiderschrank, wenn ich in der Früh, ach schau, das ist so lustig, manchmal sind sie wieder versteckt. Witzig bei uns. Wer macht hier Lärm? Wer musiziert hier in meinem Gemäuer? Ich hab... Wer spielt denn hier die Musik? Ach so, das ist mein Musik. Plattenspieler habe ich auch. Lord Darkson, danke für das Follow. Ah, auch hier, ganz wild. So kommt das raus, putz, schaut. Ich hab ein Geräusch gehört. Wer ist denn bei mir? Hallo? Jetzt eine kleine Überraschungsparty für mich. Hä? Keine Überraschungsparty für mich vorbereitet, ja? Black Taste. Warteschleifenmusik. Hätte keine Überraschungsparty für mich vorbereitet, shit. Wie schaut's im Kühlschrank aus? Kann ich auch machen. Oh, das hätten sie aber auch selber machen können. Die Superkli. Ah, die Hase ist wieder. Aber wenigstens Brot haben sie mir da lassen. Ah, sehr nett. Ah, ja, Zigaretten. Alles weg. Alles weg. Die Zigaretten, die rauche ich gar nicht auf. Die werfe ich einfach weg. Weil ich rauche nicht. Ich verkaufe es nicht mal. Oh, Teehammer. Kennt, wenn ihr wollt, in der Früh Tee steht da, haben wir da hingelegt. Könnt ihr nehmen. Ah, Glutoni. Ja, ja, das wieder weg. Nein, das wird weggeworfen, Pazzi. Das ist ungesund, deswegen wird es da weggenommen. So. Das ist der kleine Bastelkeller. Waschmaschine, aber eine ziemlich große Wohnung, oder? Nicht schlecht. Was für eine Sorte Tee. Ich weiß, was ist denn das? Premium-Tee. Ich glaube, das ist grün. Das wird irgendwie Minze oder so sein. So. Haben wir alles. Licht geht auch. Wunderbar. Ja. Ey, meine Kippen. Ja, passt alles. Skrubi haben wir auch. Ey, super. Super Wohnung. Super. Aber komisch, dass es schon so eingerichtet war. Das weiß ich, ob ich, wie ich das finde, wenn ich irgendwie ziehe und das komplette Ding ist eingerichtet und es sind nicht meine Möbel. Oder warte mal. Oder sind es schon meine Möbel? Nee, es sind noch nicht. Das sind nicht meine Möbel, oder? Räucherstäbchen habe ich auch. Ich gehe jetzt schlafen. Chat, gute Nacht. Maridion, gute Nacht. Miraya, schlaf gut. Das schießt dich bündig ab, Horror. Apfeltee. Apfeltee ist geil. Ich kann die leider nicht lesen. Warte, ich dreh mal ab. Aber irgendwie fand ich die Musik geil. Oh Gott. Ah, hier. Eine Waage. Warum kommt mir das Spiel so bekannt vor? Irgendwo ganz viele Spiele diesen Wohnungstyp. Das kann sein, dass es ein Asset ist, ja. Die Wohnung sieht sauber aus, jetzt sollte ich den Müll wegwerfen, es stinkt fürchterlich. Geht die Waage? Das ist der größte Horror für viele in der Früh, ha? Das ist der eigentliche Horror. Ach nee, nee, komm, es war erst Weihnachten, verzeih mir. Ich weiß es doch. Ja. So, oh, das für ein alter... Ein Itel. Itel Coleron. Den habe ich gekauft beim Aldi. Der war im Angebot. 100 Euro. Mit Laufwerk. Da habe ich zugeschlagen. Kann ich spielen. Auch manchmal so Minesweeper und so Solitär habe ich alles. Könnt vorbei, könnt surfen bei mir. Surfen tut's immer gern, gell? Die Jugend tut immer gern surfen. Internet surfen, gell? So Chats und so tut's immer gern, gell? Der Black Forest, die tun immer chatten miteinander und so, gell? Chatrooms und dann tun sie sich verlieben im Internet immer, gell? Mit so, hallo mein Schatz, ich hab dich noch nicht gesehen, aber ich glaube, du bist die Richtige für mich. So, gell? Die Meme ist so. Hab ich gesehen letztens, wie sie immer im Chatrooms treffen, sie sich immer um 18 Uhr am. Hallo, ich bin der Blümi, ich bin jetzt auch da. Ich kenn sie eh alle bei mir. ICQ, ich kenn sie alle.
Ich bin auch einer von euch mit Chatten und so. Tue ich auch immer gern. Und ab und zu gibt es dann auch YouTubes. YouTubes schaue ich immer. Schaue ich in so Video. Schaue ich immer so Helene Fischer und Tupa. Ey, alles da drin. Ich weiß auch nicht. Ich habe so Kabel angesteckt an den Computer und auf einmal habe ich Internet gehabt. Internetbrowser an und ich bin im Netz. Gesurft. Haben die, damit sich schon alle auskennen. E-Mail-Account habe ich auch schon. Ich sage, ich bin vernetzt. Das ist meine Women's Setup. Das ist meine Razer-Maus. Schau kabellos. Ich lüge nicht. Tastatur, Boxen, alles ausgestattet. Damit sich auskennt. Gell? Damit links und rechts Stereo. Wenn hier, wenn ich Film schaue, links, rechts. Das. Hallo. Weißt du das? Das ist so. Marie Dion, ne? Knudels bin ich auch. Putze 60 Ring. Ich bin nicht 60, du chatten. Wenn ich nicht chatten würde, wäre ich 60. Ruhe. Manchmal tritt ich gegen die Tür, wenn der Hund bellt. Na wurscht. So, was mach ich jetzt? Ah, leere die Mülltonne in die Müllcontainer draußen an, wieder rausgehen, oder wie? So. Ei. Aber Mülltonne draußen? Muss ich am Gang gehen? Oder wo ist denn draußen? Das nicht lieb, hä? Wieso? Nastasia, meine Hübsche! Ja, die tut immer gern Karaoke singen, die Nastasia. Da hört man sie immer. Oh, lululu. Finde ich immer lieb. Ab und zu singe ich mit. Nastasia, wie geht's der Ramona? Wie geht's ihren Bronchien? Ist sie gesund schon? Vom Balkon runter. Ah, wie bei den Ranges? Ah, krass. Slipknot Baby, meine Hübsche, herzlich willkommen. Wie geht es dir? Hä, wo ist denn der Mülltonne? Wo gebe ich die denn hin? Du sollst den Müll mitnehmen. Ja, aber wo ist denn der Müll? Da hinten? Ah, hier. Okay, sorry, ich habe es nicht gesehen. Ah, lol. Okay. Ja, gut. Okay. Ah, jetzt geht erst die Tür auf. Hallo. Oh Gott, es war so dunkel. Kater! Und hallo, Kim! Kater, meine Hübsche, danke, dass du da warst. Ich wünsche dir eine wunderbare gute Nacht. Schlaf gut und träum was Schönes. Ekelhaft, aufs ganze Stadion boot, wenn Österreich den Ball hat. Echt? Naja, gut, aber in Deutschland ist ja. In Deutschland sind ja mehr Türken als Österreicher. Das ist ja schon. Ne? Aber ja, ist natürlich immer doof. Dürfte ich ihnen meinen Mist geben? Wer hinterlässt denn die Wohnung so und vermietet sie den Zustand neu? Ja, das habe ich auch gedacht, ne? So, Hasi, mein Hübscher, Traum war schönes, danke, dass du da warst. Gib den kleinen Hasi und den Großhasi einen Kuss von mir. Und ich wünsche dir einen schönen guten Abend. Danke, dass du da warst. Hoffe, dir hat Spaß gemacht. Donnerstag wird auch geil. Donnerstag spielen wir Multiplayer, by the way. Was ist da denn? Donnerstag ist, by the way, Multiplayer. Aber nicht nur, aber zu Beginn. Und wir spielen zwei neue Games, die wie Lethal Company sind. Murky Divers heißt das eine und das andere heißt Pilgrim oder so. Na, ich spiele in Leipzig, der ist dann natürlich hoch. Ja, Österreicher sind in Deutschland weniger, klar. Aber es wären auch, ich glaube, auch wenn in Österreich, Deutschland gegen Türkei, dann wäre, sind auch weniger Deutsche in Österreich, ne? Also. Aber ich hoffe einfach, dass es ein gutes Spiel wird, dass es nichts gibt und ja, fertig. Die Streppen aus meinem persönlichen Albtraum. Ich habe das Gefühl, dass ich das auch schon mal gesehen habe. Also, dass es so ein Asset ist. Wo gebe ich Mist ab? Ah! Oh, shit! Der Sturm hat sich verschlimmert. Ich sollte den Müll rausbringen und schnell zurückkommen. Ah! Ah! Aber ich liebe dieses Wetter! Ja. Ich bin der Nächste. Oh, shit.
Ich bin der Nächste! Na, dann geh mal lieber rein, ne? Ich meine, eine Erkältung krieg ich nicht! In der Erkältung fang ich mir sicher nicht ein! Nee, mir mag schon mal den Thermo vor. Mir ist kalt. What the fuck? Dann geh mal lieber rein. Ja, sehr laut. Ja, es ist der Sturmparzi. Was soll ich machen? Oh, ist aber Gott sei Dank immer drin, Chat. Wer von euch ist nass geworden? Wer von euch ist nass geworden? Wer von euch ist nass geworden, kurz? Wer von euch ist nass geworden? Morahaga, ah, scheiße. Wer von euch ist nass geworden? Lady Sabi, ah, shit. Ich hab jetzt kein Handtuch da. Ja, okay, dann. Tut's mal kurz euer Gesicht ab hier. So, jetzt damit ihr wieder trocken werdet, ha? So, super. Ihr seid jetzt wieder trocken, ja, super. Na, da passt. Ah, super. Ne, da, damit ihr euch nicht erkältet, ne? Das wollen wir ja nicht. So, danke, Papi, ey, du. Reptil für dich immer. Naja, ich will ja nicht mit der Drecken. Hä, hey, was? Nee, also, ihr wollt lieber dreckig als krank, oder? Trockenkuscheln. Frau Schlotzfeger, hallo, mein Hübschen, wie geht's dir? Wie war denn? Die Frau Schlotzfeger ist, die ist im Rauchfang. Die ist Rauchfangkerin. Ich finde das so geil. Ich will mich eigentlich, okay, darauf hätte ich verzichten können. Jetzt tut's nicht so. Wir teilen alles, haben wir gesagt, hier. Lieber meine Hübsche, danke nochmal für 10 Euro. Vielen Dank, wenn du noch da bist. Wie viel steht Österreich? Immer noch 1-0 für Türkei? Ich hätte schon gehofft, dass Österreich... ich würde es uns schon vergönnen, weil Österreich war echt lang echt schlecht. Ja, na okay. Jetzt ist meine Brille verschlimmert. Ja, okay, immer noch. Riecht etwas komisch, 1-0. Oh, okay, naja. Ich meine, ja, ist ja noch eine Stunde. Bis länger sogar. Riecht etwas komisch. Entschuldigen, könnten Sie die Gruselmusik ausstellen? Ist das meine Nachbarin nicht gewesen, die da war? Ja doch, das war die. Türkei spielt leider besser. Noch echt? Ah, schade. Na gut. Schade, schade. Ich habe echt gedacht, dass Österreich hier gute Karten hat. Aber ist Österreich richtig schlecht oder ist einfach Türkei ein bisschen besser? Ich finde es gut, dass Putzi nicht mal... Juckt das Kratzer an der Wand. Das hab ich gar nicht gesehen. Ah, scheiße. Das, aber war nicht einfach die Wand kaputt? Türkei hatte Glück. Boden sieht eben noch aus. Okay. Naja, werden wir schon. Werden wir schon. Ich sollte mit der Arbeit an meinem nächsten Roman beginnen. Also ich bin Schriftsteller. Gehe ich jetzt an meinen Computer schreiben, oder wie? Klingende Teilbombe, danke fürs giftige Zap, dankeschön, herzlich willkommen, wie geht's dir? Wenn die eigene Wand schon kaputt ist, dass man die Geister nicht mehr weg. Du, ich hab gedacht, er hat nur eine kaputte Wand. Und hallo Frau Honig, danke fürs ganze Jahr. Frau Honig. Stephen King Simulator. Ja, irgendwie so, ne? Ich bin auf jeden Fall ein Schriftsteller. Bin in meiner eigenen Bude. Einfach Österreich die Daumen drücken, Chat. Würde ich mich sehr freuen, wenn ihr den Österreich Daumen drückt. Ich würde mich sehr freuen für uns, dass wir mal gewinnen. Ich würde uns das so vergönnen. Hä, wo ist denn mein Schreibtisch? Jetzt signet halt mal. Jetzt, wo ich dich sehe, geht es mir ein kleines Stückchen besser. Guten Tag, Karin, super. Machen wir ja. Sollen die Subs nicht teurer werden? Aber gut. Die Subs sollen, glaube ich, ab 7. Juli oder so teurer werden. Also sie sind noch günstiger. Sie werden, sollen aber, das stimmt, ja. Also Subs werden, glaube ich, also die Subs haben vor 2 Jahren 5 Euro gekostet. Und dann sind sie auf 4 und jetzt wieder 5. Aber ich glaube, wenn du dein altes Abo hast, also wenn du, weil das Abo verlängert sich automatisch jedes Monat, ne? Und solange du... Also wenn du noch zu dem alten Preis gesubbt hast, dann bleibt dieser Preis.
Also wenn du heute subst und den Sub nicht abbrichst, dann subst du jedes Monat automatisch um 4 Euro, statt irgendwann um 5. Aber wenn du unterbrichst und dann anfängst, bist du bei 5. Du wurdest gerade super leise. Ich wurde gerade leise bei dir, so wohl. Hä, wo ist denn mein Schreibtisch, wo ich lernen soll? Und wo ich schreiben soll? Setz dich an den Arbeitstisch. Ja, was ist denn? Ist das mein Arbeitstisch? Ah, okay. Oder mit Prime Sub. Ja, der kostet sowieso nichts. Prime ist kostenlos. Oh. Kann er nicht lesen. The narrative starts with James, the fearless guy behind the well-known horror tale channel. Decided to focus on his next actual investigation in famously abandoned Crimson Hospital. Also ich schreibe so eine Horrorgeschichte, oder? Ich habe ein bisschen Angst hinter mir. Okay. Und ohne hinzusehen. Juli-chan, bitte hochklickst. Oh, schade, schade. Juli-chan, das Video ist immer hochgeladen. Aber schade, dass du abschaltest. Tut mir leid. Making it an idiot topic. Okay, ein Vlog. Also, es ist eine Horrorgeschichte. Muss ich da irgendwas machen? What the fuck? Missing help. Oh shit. Oh. Ich wusste, ich hätte 10 Euro mehr ausgeben sollen für den scheiß Computer. Das macht er den ganzen Tag. What the fuck? Computer, seitdem er der Glutoni diesen Trojaner da geschickt hat, kommt das immer, diesen Virus. Hat er gesagt, komm, putze hier, Shakira, Shakira-Musik. Und seitdem kommt der Computer, spinnt immer, das scheiß Kastel da. Um Gottes Willen, ihr leckt mich doch am Arsch. Jetzt sieht's da auch noch. Oh. Nee, komm, mach doch. Also, nee. Ach Gott, was habe ich da schon wieder gespielt? Oh, das Gesicht war... Ach, ich dachte, das Geräusch ist normal. Waldhelm, meine süße Maus. Ey, könntest du mich abholen? Ich schlafe. Dürfte ich heute mit dir übernachten, Waldhelm? Oh, nee, gar nichts. Wo ist denn das scheiß Stromkastel? Ich hab keine Sicherung mehr. Wer auch immer das war, danke sehr. Zu kämpfen mit dem Angriff? Oh je. Nein, nein. Oh, Cutie Panda John, danke für 37 Monate. Hallo, mein Schatz. Kann ich beide schlafen, Stefan Top, ist okay. Oh, ein Rätsel, hä? Moment mal. Die Sicherungen sind durchgebrannt, es muss ja noch ein paar Ersatzsicherungen geben, die ich benutzen kann. Boah, das Geschicht war schon heftig. Alles gut, Nightbrain. Sag nur gerne, wenn ein Tor ist oder so, aber... Ist okay. Sag mal nur gerne, wenn es um was steht, ja? Oh shit. Also den Spielstand, wenn er ist. Oh, herrlich!
Oh, schön! Oh, das wäre doch nicht nötig gewesen als Willkommensgeschenk vom Chat, ha? Das wäre jetzt aber nicht nötig gewesen. Schieber, ich hoffe. Oh, das ist aber nett, Chat. Danke, dass Sie... warum wussten Sie das, dass ich so gerne Puppen habe? Und Tarotkarten, oh, das trifft sich ja gut. Oh, da habt ihr aber ein Komplettpaket an mich gedacht, hä? Der Mond. Den habe ich auch, wenn ich die Unterhosen ausziehe. Okay. Aber was mache ich jetzt mit der Puppe? Das Bild einfach zurückgehen wieder. Oh, das Ding ist, du hast so eine. Du siehst so auf zwei, auf einen Meter. Wer hat sich willkommen? Babs, ich hoffe, der Besuch war schön und Kuschelfussel. Ich freue mich, wenn ich dich mal in Wirklichkeit sehe. Ich würde mich freuen auf Gamescom oder so. Danke euch beiden und danke, dass ihr immer da seid. Nee? Hä, wo ist denn meine Sicherung? Dahinter? Nee, der ist mein Bett. Da wird ja wohl keiner drin liegen. Ich dachte mir, ah. Okay, okay. Ah, gut, okay, Babsi. Aber sehr lieb von dir, Babsi. Weiß ich sehr zu schätzen. Freue mich sehr. Dass du auch an uns denkst. Finde ich sehr süß von dir. Black Taste, du süße Maus. Du bist, dich habe ich jetzt schon ins Herz geschlossen. Genau wie die Silvera Anne, die auch. Leroy. Rihanna sowieso, Marigold auch. Ja, May, May. Kannst du vielleicht Schublade suchen? Ich dachte mir, dass es in einem Raum in einem Karton oder so sein muss, na? Weil er ist ja erst umgezogen. Deswegen dachte ich, dass da irgendwo noch Kartons rumstehen und nicht einfach, dass er schon eingeräumt hat. War jetzt meine Vermutung, aber ich weiß ja nicht, ob es stimmt. Zorati, ja, Zorati, kleiner Stinker, aber liebe ich natürlich auch. Wo ist denn die scheiß Sicherung? Vielleicht da drüben? Das ist so ein Bastelkeller, oder? Ah, hier vielleicht? Ach, das ist aber sehr offen. Ah, sag ich doch. Okay. Bettili, meine Süße, du natürlich auch. Danke für die Donation. Leute, das ist gerade wirklich... Revolution, hallo mein Schatz. Ich wollte mal fragen, ist das nicht die gleiche Wohnung wie From the Darkness? Evolution, ich dachte mir, sie kommen mir bekannt vor. Du hast nicht unrecht. Evolution lag für 5 Euro. Ja, das ist wahrscheinlich dasselbe Asset, ne? Evolution lag für 5 Euro. Danke für den Support. Chat, ihr wisst eh jetzt, wir nähern uns der Sicherungsbox und gleich kommt's. Oh, shit. Oh, was ist ein Rätsel? Nein! Oh. Hä? Ich verstehe. Ja? Also, 6 Sicherungen, ich muss auf die Zahl 53 kommen. Okay. 19, ja geil, ja, oder? Scheiß dich an. Okay. 19, also du musst einfach so 19 plus 11 und sowas, ne? Und dann, wie komme ich auf 53? Das wäre 20... Das ist 33. Ja, geil. Ey, Saurus Rex, hast du gesehen gerade mit Dino Crisis? Saurus Rex, danke, dass du da warst. Geil. Wie heißt sie? Die Cat Lady. Die ist noch da, glaube ich. Hallo, Wallocano. Chat, ich brauche, warte mal, ich brauche kurz, 19 plus 17 ist 36. Das ist zu viel. 37. 41. Na. Genau, 6 Richtungen. Ja, ich muss also 6 Richtungen. Und all die Zahlen kombinieren müssen 53 rausgeben. Ist einfach eine Rechenaufgabe.
Ich kann auch einfach probieren, aber ist ein bisschen doof. Chat, kann berechnen. Ich muss jetzt alles halt random durchprobieren, oder? Es ist jetzt einfach, also ich muss ja alle irgendwie alles noch kombinieren. 19 plus 1 ist 20. Plus 7 ist 37. 41. Du warst gerade so nah dran. 41. Das hat keiner von euch die Rechnung. Ah. 0 und 8, 0, 8 und 15. 19 plus 1, 20, 37, 45, nee, und 60, nee, das ist es nicht. Oh, warte, oder Minus? Ja, wie rechne ich, dass ich genau auf das Ding komme? Statt der 17 nimmt die 6. Ja, stimmt, das ist hoch. Oh, okay, cool, war ich knapp dran. Okay, war ich knapp dran. Das zählt schon. Passt, geil. Okay. Ja, okay. War ich knapp dran. Hab's ja fast gehabt. Ein Ding musste ich, hatte ich nur zu viel. Aber wenigstens brauchen wir diese Zelle in der Wohnung, hä? Überprüfe, ob jemand in der Wohnung ist. Oh, da wird bestimmt keiner sein. Ist da wer da? War doch super, ja, ey. War ja nicht so schlimm. War nicht so schlimm, wie ich erwartet habe. Okay. Das ist wieder dieses Wummern. Ah, ja, okay. Pennen die Mods. Nee, die machen. Nee, alles gut. Ist wer bei mir in der Wohnung? Gibt's ein Überraschungsfall? Alter, ist diese scheiß blöde Puppe. Wer hat die Puppe mitgebracht, ha? Okay, wir gehen raus. Das Spiel ist The Witch's Stall, also der Hexe ihre Puppe. Das war meine. Ah, super. Nächste Kommen die Butters mitgenommen, gell? Hab ich gesehen. Das war's, ich werde mir den Taschenlampe aus meiner Kiste holen. Eulenseele, Mrs. Zoe. Chedi, jetzt kommt's gleich. Seid ihr bereit für den Jumpscare? Ich sage euch hier, springt uns gleich Wett gegen. Seid ihr ready? Marigold, Nightwing, Wolokanu, Killer Wolf. Ey, Killer Wolf, ich danke dir. Dankeschön. Seid ihr ready, Carolita, in Ara? Jetzt gleich Jumpscares. Jetzt kriegt's gleich richtig eins in die Fresse. Aber jetzt. Go-Go Action, ey, Whip, jede Pistole, bitte, ich scheiß mir an. Jumpscares, in ein paar Sekunden ist er da. Wo ist meine Taschenlampe? Ich hab sie vergessen. Oh, nee. Wo ist sie denn jetzt? Nein, ach, das ist echt ein Scheißspiel. Was, boah. Weißt du, so Horrorspiele, wo du wirklich, wirklich nicht weit siehst. Das Schlimmste. Eigentlich wollte ich nur sie nur stellen, um den Regen zu kommen. Oh. Wo ist denn meine Taschenlampe? Chat, wo habt's denn hier die? Chat, wo habt's meine Taschenlampe versteckt? Wir können doch einfach reden, ha? Monk, Carolita, Trojak, Blut, Marigold, ihr könntest mir einfach meine Taschenlampe geben. Als ich gesagt habe, dass ich heute zum Frühstück deine Erdbeeren aufgegessen habe, habe ich es nicht so gemeint. Ich kaufe dir neue. Black Taste, Petili.
Oh, Rest ab, danke für den Pizza, danke schon. Also ich, umbekehren, bekehren ist damit der Käsepizza, danke für 7 Monate am Cup of Tea, Fisch, danke für 2. Break forward, jetzt hab ich gesehen, du hast, ist schon wieder meine Schokoriegel. Die Taschenlampe ist bei dem Dings, du weißt schon, oh, danke vielmals, danke für den Tipp. Oh, Nastasia! Weil die Öse sonst nicht weiterkommen, vielleicht nach Fußball. Wo war das? Da ist ein Messer in den Handschuhen. Hä, wo ist denn meine, wo ist denn diese blöde Taschenlampe wirklich? Ich will nicht suchen. Ich will sie finden. Ich will einfach was sehen. Das. Aber einmal steht irgendwas vor mir. So wird es sein. Oh, ich mag nicht mehr. Babsi, Hilfe. Gudoni, hilf mir. Oh, wie schön, meine Taschenlampe. Jo, gut, dass ich dann gedacht habe, meine Taschenlampe mitzunehmen, aber sie sollte eigentlich in der Kiste mit meinen Habseligkeiten sein. Jemand muss in meine Wohnung eingedrungen sein, während ich den Müll nach draußen getragen habe. Das, weißt du, das ist so ein Horror-Game. Da habe ich wirklich wieder Angst. Na, es gibt viele Horror-Games, die wir zocken. Aber das macht mir wirklich Angst. Weil es ist so, du siehst nicht so wirklich was, wo steht. Und es könnte jeden Augenblick was stehen. Das ist sehr cool gemacht. Und schau, das ist so, weißt du, so der Kegel ist nur, siehst du, weißt du, es könnte aus, hier könnte was sein. Aber ich sehe mich erst, wenn ich mich darüber drehe. Wie kannst du jetzt ja, Urangst. Das ist schon unheimlich, die Black hier da. Taste. Und hallo, Rest noch, mein Schatz. André! Die Schreie müssen aus der Wohnung der alten Dame gekommen sein. Die Applet-Lava wieder am Randalieren. Das ist der Alkohol! Nee, die Party ist keine Kippen mehr. Ich raus? Das ist das zweite Game. Sorry, das ist das zweite. Warum sollte ich die... Ah, das sind die Kratzer. Nee, das... Achso, ja stimmt, das sind wirklich Kratzer. Ich hab gemeint, der Panzer kippt sind alle. Wo könnte eine alte Dame einen Ersatzschlüssel haben? Ja, unter der Türmatte. Natürlich, der Altrick. Oh, ein typischer Ort, um einen Schlüssel zu verstecken. Das macht doch niemand mehr. Also, wer macht das denn? Oh, warte mal, das ist ja urdumm. Oh, jetzt gehe ich einfach... Oh, was, wie wär's, wenn ich bei der alten Frau reinbreche? Ich könnte aber die Polizei rufen. Wenn da... Ja, Black Sack, ich sollte nicht reingehen! Reptil, mach... Machen? Warum ist das so? Was ist da los? Egal. Machen Sie die Tür auf! Mann, Bettini, mach auf! Nur, was ist los? Österreich immer noch 1-0? Ah, shit, immer noch! Was, hä? Gerade sind die Türken besser? Naja. Ich rufe meinen Opa an, der kommt. Der macht es. Aber viel besser oder besser? Bisschen besser, okay. Spielst du eigentlich noch Shadows of Doubt? Der Queen of Doom werden wir wieder mal spielen, ja? Oh, schön. Oh, herrlich. Oh, ja. Wenn man spielt, könnte ja, dieser Ort scheint seit Jahren verlassen zu sein. Also werden sie das Spiel dürfen. Ja, ja. Ich weiß noch nicht wann, aber freue mich, dass es gefällt. Wenn eine Chance kann, nochmal aber habt. Ja, okay. Vielleicht nach der Halbzeit, vielleicht wird es ja was. What the? Aha!
Wohnzimmer. Chaos, ich hammer dich ins Wohnzimmer. Ich hoffe, du hast nichts dagegen. Chaos. Da hat er mir weggewispert. Oh, Chaos, da hängt er schon. Was ist das für eine Sorte? Zitrone habe ich mir geholt. Zitrone. Zitrone Holi. Also Zitrone Pfirsich. Also nicht Zitrone Pfirsich, Zitrone Eistee. Chaos, vielen Dank für 20 Euro. Danke für deine Unterstützung. Dankeschön. Hab ich was gehört? Ich gehe mal ins andere Zimmer. Da war noch eins. Schau mich um. Trink auch gerade einen Holi und ja. What the fuck? So. Hast du mittlerweile alles? Ich habe alle Sorten, ja. Nur noch von den Energy habe ich noch nicht alle probiert. Aber sonst habe ich alle Sorten probiert. Also wenn du Fragen hast, frag ruhig. Kann dir gerne was empfehlen. Da sind viele Türen. Ich schau mal hinein. Wo ist denn das Badezimmer? Ich müsste Lulu. Hallo Chris Groh, mein Schatz. Wie geht's dir? Herzlich willkommen. Das Kleid kenne ich doch. Chat, woher kennen wir dieses Kleid? Woher kennen wir dieses Kleid? Woher kennen wir das? Ghostwatches auch. Das Spiel ist von Demonologist. Stimmt. Das Spiel ist von Demonologist. Von dem Spiel. Und das ist die Mariko, wenn sie was im Mod-Channel schreibt und ich lese es wieder nicht. Ach ja, Walibo. Ah ja. Oh. Wer flüstert da hinter mir? Hör auf die Tuschel! Kann ich. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okay. Da ist ein Messer drin. Ich sagte, es ist ein Graus, ich muss morgen früh raus, darum geht es nicht im Schacht und ich sage, gut, Glutoni, du süße Maus, ich danke dir fürs Dabeisein, ich hoffe, dir geht's gut und ich freue mich, dass man dich wieder öfter sieht. Glutoni, mein Schatz, du musst mal sagen, was so nice mit dir abgeht. Danke dir nochmal, Glutoni, dass du da warst. Vielleicht war sie Schneiderin, das kann auch sein. Vielleicht war sie auch Mörderin. Da hängt, da war das Messer in der Puppe. Morahak. Setzen wir uns eigentlich freiwillig oder als Freizügig irgendwelche Ohrängsten aus, was für eine seltsame Spezies wir eigentlich sind. Weil es spannend ist. Ich glaube, da dieses kleine Universum, wo das Putz muss es kaufen. Ey, Shirosan, ich danke dir aber für deinen Support. Was war jetzt ein Bumm? Warum hat es jetzt Bumm gemacht? Warum? Warum stampft sich jetzt auf einmal so? Warum sind meine Schritte jetzt so laut? Ich gehe so, Bravo, ich gehe so. Ich ducke. Warum habe ich jetzt ein Holzbein gekriegt oder wie in der Zwischenzeit? Der alten Dame. Hab voll vergessen, dass ich am Sonntag das erste Mal ein Holi bestellt habe und es ist richtig hart feier. Ja, geil! Ja, Mondmädchen, ist geil! Also, geht auch verrabattiert. Oh, das ist geil, das wusste ich gar nicht. Was hast du bestellt, Mondmädchen? Tarotkarte, die Sonne. Das ist, wenn ich mir den Bauch zeige. Weil ich habe so einen weißen Bauch, ich bin so hell. Oh oh, kommt die da langsam durch? Ey, hallo der Friesenpeier, da ist er doch. Hallo, mein Hübscher, wie geht's dir? Wo bin ich hier gelandet? Friesenpeier bei den geilsten Leuten. Kurs an dich, wie geht's dir, mein Schatz? Im Paradies, auch zochen, du süße Maus. Was hab ich, was mach ich mit dem Foto? Ich meine, das ist offensichtlich die Frau. Hab wohl am Freitag bestellt und es wurde am. Okay, okay. Wie geht? Grüß dich beim. Ein Nacktfoto von mir. Was ist das für ein Foto?
Da ist ein Fingerabdruck drauf. Warum kann ich damit irgendwas machen? Kann ich es nehmen? Nee, oder? Ladies, habe ich, danke dir fürs Vorbeischauen. Schlaf gut, meine hübsche Traumschön ist. Okay, ich muss da irgendwas machen damit, oder? Was muss ich? Muss ich entwickeln? Nee, oder? Hä? Mann. Oder muss ich lang genug hinschauen, dass irgendwas passiert? Friesenbeier, da ist er doch! Danke für Follow! Wo kommst du? Wie hast du hergefunden, Friesenbeier? Hä, was muss ich machen? Der Dredge probiert mit 5 Geschmacksrichtungen und Shaker. Ja, gar nicht. Das kann man nichts sagen. Ich probiere den gerne. Ich würde dir noch die Eistee empfehlen. Probier die gerne auch. Also, weil die schmecken anders als der Dredge. Aber ich mag die Dredge sehr gerne. Du warst unter empfohlenen Kanäle. Friesenbeier, wenn Twitch sagt, dann kann aber auch keiner lügen, ha? Jetzt häng dir fest, Friesenbeier, wenn ich dich nicht mehr loslasse. Das ist halt so, Friesenbeier, schön, dass du da bist. Und da du Kuka, da Hakaku, danke für 26 Monate. Sie schaut direkt in die Kamera. Ja, aber das Ding ist, was mache ich damit? Der Friesenbeier, Monk, was mache ich mit dem Foto? Zu Recht, ey. Was machen wir mit dem Foto? Friedmeier, herzlich willkommen. Ich freue mich sehr, dass du da bist. Wir spielen gerade ein Horror-Game. Dienstag ist immer unser Horror-Tag. Aber wir sind gerade in dieser Wohnung eingesperrt und versuchen rauszukommen. Und da ist so eine alte Frau. Ich will es verbrennen. Friedmeier, gefällt mir Video. Friedmeier, das ist ein Horror-Game, aber es ist richtig krass. Es wird dich heute gut erschrecken. Ich weiß nicht, ob du ready bist. Aber. Hä, hey, was mache ich hier? Gibt's hier nichts? Hab meine erste Bestellung gestern bekommen. Hai und Gepard. Okay, das ist Energy. Wie gesagt, bei Energy, die Eis, den mag ich lieber. Aber ich hoffe, es schmeckt dir. Also, ich hoffe, du bist zufrieden mit deiner Bestellung. Ich kann dir aber die erste noch ein Stückchen mehr empfehlen, wenn ich ehrlich bin. Das ist geil. Was mach ich, Chat? Ich kann doch nicht einfach jetzt. Ich kann jetzt nicht einfach. Oder wieder zurück einfach gehen? War das. Hey, weint wer? Da weint wer? Da weint wer? Lilo, die Hydration ist mit Elektrolyte, also für Sportler. Also. Deswegen. Also Hydration ist Elektrolyte. Also wie Powerade, ja. Oh, oh. Ich drück bloß der Traum. Wer weint denn hier? Da ist ein Loch. Ist der wer drin? Da haben sie mir die Nachbarn eingemauert. Friesenbeier, helfen Sie mir. Holen Sie Stemmeisen. Oh ne, jetzt sind die Taschenlampe kaputt. Ah ja, aber. Alles klar, ich danke dir fürs dabei sein. Schlaf gut, mein Schatz. Danke, dass du da warst. Ich hoffe, dir hat Spaß gemacht. Oh, jetzt weint die Frau. Ah, das Bild weint. Da ist ein Loch. Ich will nicht. Der Friesenbeier schaut jetzt durch. Ich will da nicht durchschauen. Ah, freut mich, dass das schmeckt. Ich sehe nichts. Oh Scheiße, ich sehe was. Da sind zwei Augen. Hallo, sag mal, Hübsche. Oh, jetzt schaukelt die im Nebenzimmer. Oh, wie schön. Oh, oh. Oh, no. Oh. Ah. Ah. Das
bin ich ohne Make-up. Ich hasse Donner. Ich liebe Donner, Carina. Hey. Friesenbeier und ich kenne... Die hat ein Auge auf dich geworfen. Friesenbeier, was machst du? Darf ich ihn... Ich kenne alle... Also ich kenne viele meiner Zuschauer. Die Sally Jack, die arbeitet in der Waschanlage. Die Mame. Ja, ich weiß halt viel. Aber Friesenbeier, was gibt's über dich zu wissen? Was machst du? Du wohnst in Bayern. Wahrscheinlich, oder? Party, die arbeitet bei Bilder. Ein Postbote. Nein, ein Postbote! Oh, wie geil! Ein Postbote im Bayerischen Wald und ich bin ehrenamtlich. Oh, ein Postbote haben wir, glaube ich, auch noch keinen Chat. Ein Bayer Friesen, Bayer Postbote finde ich geil. Ja, nur ich hab mich jetzt nicht mit Absicht erschreckt. Das war der Postbote. Ich glaube, das war der letzte Stream. Ich gehe, glaube ich, morgen in Rente. In Pension. Das war's jetzt. Also ich bin fertig. Ich habe gerade, glaube ich, in dieser Sekunde 20 Arbeitsjahre waren das gerade. Also, Ted, es reicht. Bist du deppert? Ich hab geschrien. Ich hab mich erschreckt. Ich hab geschrien. Schaut eh schon älter aus. Jacobs erste graue Haar ist gerade gekommen. Boah. Oh, bist du deppert? Alter, das kannst du ja nicht machen. Ich habe euch jetzt alle in den Ruhestand geschickt. Friesenbein, du kannst morgen anrufen, du bist auch schon fertig. Die Shiba Inu ist auch schon fertig. Hier die Dragonitani, die ist auch schon fertig. Wo ist das Hagewagen? Ich möchte nicht mehr so eine Jumpscare. Ich würde gerne den Clip sehen, wie ich geschrien habe. Also ich habe gerade auch alle Tasten an meiner Tastatur gedrückt. Boah. Oh. Zucker. Alter, Trampelfahne. Bist du Tempel? Oh. Ich will das nicht mehr machen und ich bin auch fertig. Jetzt hast du mein Liebesbrief auch noch geschrieben. Boah. Mein Herz kann diesen Verlust nicht ertragen. Mein Herz konnte den Jumpscare nicht ertragen. Mein Herz kann diesen Verlust nicht ertragen. Ich vermisse meine Tochter so sehr. Wenn ich einschlafe, sehe ich immer noch ihr Gesicht. Ich fürchte, dass ich eines Tages aufwache und vergessen werde, wie sie aussieht. Es ist schon Jahre her. Ich wünsche, ich könnte etwas tun, um sie noch einmal zu sehen und noch einmal einen Blick auf ihr Gesicht zu werfen. Vielleicht kann ich etwas tun. Dieses alte Buch vom Dachboden meiner Mutter, nachdem sie gestorben war. Ich kann es benutzen, um meine Tochter wieder zu sehen. Ach, das ist die, wie da hinter Dämonen beschwören und dann ist die Tochter wieder da. Ich fand das Buch immer albern, aber es ist einen Versuch wert. Ich muss am Dachboden gehen. Oh, vom Dachboden. Natürlich muss ich rauf. Das Todesbuch holen. Die alte Beschwörung. Oh, geil. Freue mich schon drauf. Oh. Hey, lieben Dank fürs Gift. Jetzt haben wir den Herrn Bayer. Dankeschön. Ich soll die Kopfhörer leiser machen. Ey, Lilo, mein Schatz. Danke, dass du da warst. Schönen Wünsche und schönen Abend. Und Sask, meine Hübsche. Ich gehe noch spielfertig schauen. Ey, Sask, lass dich küssen. Und danke, dass du da warst. Hoffe, dir hat Spaß gemacht. Sask, danke, dass man dich auch öfter sieht. Und schöne Grüße an die Hasi. Muss ich aufs Dach? Oh, bitte kein Jumpscare. Ich hab genug. Ist genug. Ich muss auf den Dachboden rauf, aber wo ist der blöde Dachboden? Ich bin auch wieder auf Feuerwehreinsatz beendet. Mini Crazy, ich hoffe nichts Schlimmes. Der Postbote. Ja, der Postbote war's. Und ich muss pipi. Krippe ehrlich. Ich gebe da 5 Minuten. Kann ich meinem Kind auch sagen, dass ich rede gespielt? Kann's auch machen. Kann's auch sagen. Reptil. Auch der Tate oder irgendwie so, der auch. Die Neuen können alle morgen in Rente gehen. Mein Chat ist es eh schon gewohnt.
Also die alten Leute, so die Marie, die Marigold kennt das ja schon. Obwohl, die ist auch nicht so alt noch, nicht dabei. Hä, warte mal, wie komme ich? Erforscht die Wohnung der alten Dame. Okay, aber ich habe jetzt den Brief gefunden. Wo muss ich jetzt hin? Die Alten sind schon schwer. Großartig, richtig wahrscheinlich. Meine alten Zuschauer. Ist da eine Klappe? Nee, warte mal, das ist nur eine Tür. War das sonst kein Schlüssel? Nix. Hey. Ich hab ein paar Kerzen aufgenommen. Haku, Haku, danke für 5 Gifte Zaps, dankeschön. Ah, oh. Ich sehe. Haku, danke für 5 Gifte Zaps, dankeschön. Danke, mein Schatz. Ich bin wirklich schwerhörig. Schieb mir nur doch mich halt. Auch endlich mein Honigpapier-Paket mit deinem Kopf bestellt. Wenn das nicht gut ist, gebe ich dir die Schuld. Danke fürs Erfahren. Ja, ich tue es gar nicht. Ich danke dir fürs Bestellen. Hoffe, es schmeckt dir. Aber ich. Wo? Oh. Der Postbote! Dankeschön. Vielen Dank. Bist du nicht? Ich kann nicht mehr. Vor 4 Jahren habe ich das weggesteckt. Hab mir der Chris gesagt, vor 5 Gifte. Ich bin sauer. Oh, ey, hier nochmal. Ich habe immer beim Jumpscare mein Holy weggeworfen. Oh nein, auch noch. Gott sei Dank war der Shaker zu. Oh. Nee, aber dann kriege ich mir Holy. Ich bin mir sicher, dass das schmecken wird. Komm von was? Ich mag auch nicht alle. Ich mag nicht alle Energy. Aber Eis doch nicht alle. Ich hoffe, es das schmeckt. Kann man ein anderes Herz transplantieren? Ich glaube, ich brauche eins. Ich brauche 1381 Herzen. Bitte schön, eine Kerze als Belohnung. Boah. Ritus, ich komm, wir schlafen auch heute im selben Bettchen, ist mir scheißegal. Wo ist noch die letzte? Ich habe doch noch eine Kerze aufgehoben. Berücksichtige gut. Gerät, dass ich sage. Vielen Dank nochmal für 10 Euro. Dankeschön. Oh, bist du deppert, ich bin. Oh, ich traue mich gerade nicht trinken. Du, ich kann. Ich bleib manchmal kurz stehen und dann weiß der Chat, dass er trinken kann, ja? Ich habe 5 Kerzen, glaube ich, auf. Komm, 1, 2. Auf dem Piano. War da auch eine? 1, 2, ich glaube. 3? War das beim Eingang? Bei dem Foto mit dem Blutfleck. Kann auch sein. Fast der Generator. Ich sag kurz, wenn ich stehen bleib, dann könnt ihr trinken. Ja, dann könnt ihr kurz von einem Schnitzel abbeißen. Noch nicht. Okay, da ist nichts. Hä? Ich dachte, ist da keine Kerze, nix? Ja, immer noch ein blödes Foto. Vom Postboten. Nee, das war ein schönes Foto. Weil wir kurz auch ein Gesicht spielen. Ne, mal sehen. Wir sind umgezogen und dann hat eine Frau einfach beschlossen, uns zu töten. Und dann hat sie geschrien und dann sind wir in ihre Wohnung gegangen und jetzt sind wir drin und jetzt kommen wir nicht mehr raus. Das ist die Kurzform der Story. Und das ist. Du, es hat Jumpscares. Du solltest nicht. Ganz kurz, nehmt eine Gabel oder ein Messer aus dem Mund. Ja, also wenn ihr gerade irgendwas esst, seid vorsichtig. Ohne Scheiß. Ich will nicht, dass dann irgendwer von euch. Oh, Scheiße, habe ich gerade in die Zunge geschnitten, ja? Der Postbote jagt Putzi, ja. Okay, ich bleib kurz stehen. Wir können kurz trinken, Chat. Chat, kurz trinken, kurze Pause. Trinkt kurz, Chat. Jetzt können wir kurz trinken. So, ne? Chat, gut trinken. Also greifen jetzt mehr an. Besser sind sie auch nicht bisher. Oh, Scheiße. Hm. Oh, never seen, meine Hübsche. So, okay. Am Wein sie richtig, Chat. So. Okay. Das gute Holy inhaliert. Ne, ich hab Durst. Okay, ich geh jetzt wieder weiter, gell? Okay, aber
wo ist denn diese... Ich hab doch noch eine Kerze, oder? Ich hab da... Wie viele Kerzen hab ich da gefunden? Wo ist dieses blöde Piano? Wo waren das nochmal? Das ist leider bei meinen Spielen ist nicht so ersichtlich, wo man hingehen muss. Also, so. Das Spiel ist echt gefährlich. Ich hab vor Schreck ein Bier aufgemacht und eine Schreckartig mit Ärmel rausgetrunken. Oh nein, das ist das Schlimmste, wenn das passiert. Wo du eben warst? Links ums Eck? Hä? Wo ich war? Da? Respektlos, wie die Türken buhen, wenn Österreich den Ball hat. Machen sie? Ja, schade. Schade. Aber ist es nicht beim Fußball oft so? Ich würde jubeln. Oder kann ich hier was machen? Buhen die so krass gegen Österreich? Aber war das nicht immer so? Also, ist es nicht bei jedem Spiel, dass die andere Mannschaft dann buht? Rage da! Hab jetzt ein Piercing. Jetzt sogar, ich hoffe 1:1. Ich musste ums Eck. Naja, das hat bei den letzten Jahren eingebürgert. Nein, ist nicht? Okay, schade. Hallo, Pandati-Mensch, wie geht's dir? Sehr unsportlich, das Ganze. Ah, scheiß, schade. Ah, da, hier. Ja, stimmt, da ist ja noch eins. Okay. Was mach ich jetzt? Ich hab doch alles jetzt benutzt, oder? Alle Kerzen. Ich kann jetzt Piano spielen. Maybe, meine hübsche Traum, was schön ist. Danke, dass du da warst. Schlaf gut. Ich hab jetzt... Ich höre was, jetzt hat sich irgendwas geändert. Hat jemand eine Windel übrig? Am besten unbenutzt. Marigold natürlich. Marigold, hier. Marigold, nimm. Marigold, die Größe ist okay. Marigold, Windel. Friesenbayer, du auch? So. Nimmst, gell? Friesenbayer, für dich. Friesenbayer, für dich habe ich die kleine. Ja, für dich habe ich die kleine Friesenbayer. Ja, passt. So, hier, bitteschön. Lindschuh kriegst auch eine. So. Ja, dann, wenn ihr Angst habt, das kann ich ja nicht machen. Da schimpft ja die Mutti mit mir von euch. Was rauscht da jetzt so? Ich möchte nicht wissen, wieso deine Windel ist. Die habe ich mal von Zuschauern zugeschickt bekommen, Friesenbayer. Zuschauer haben die mal zugeschickt. Vor allem, wenn wir so viel Horror-Games spielen. Ich liebe es, wenn so Töne kommen aus dem Radio. Das Bild ist weg. Chat, seid ihr bereit, wenn wir jetzt runtergehen, unter den Tisch durch, dass dann der Jumpscare kommt? Seid ihr ready? Tut jetzt kurz nichts essen. Kurz nichts essen. Sorry, Arti. Ich mach mal kurz auf meinen Kopfhörer ein bisschen leiser, ja? Kurz nichts essen. Ich empfehle es euch stark. Ja, ne? Deswegen solltet ihr oft auf mich hören. Ne? Also ich meint euch nur gut. Ich bereite euch ein bisschen vor. Ne? Also tut auf mich hören. Dann, ne? Ich weiß ja, wann es ist, ne? Wo ich mir noch ordentlich in die Hose mache. Ey, grüße mein Schatz. Na, ich kümmere mich ja um euch. Sekunde lang, gell? So. Okay. Hat aber nichts gebracht, das Scheiße. Auf Anzeige putze ich die Wahrsage. Das war so aufgelegt. Du gehst in die eine Richtung, dann musst du wieder dieselbe zurück. Und dann kommt die. Das war sehr... Nicht so schlimm wie man hat. Kein nachgesehen, wusste gar nicht, dass ich heute Promotorwäsche angezogen habe. Wenn du wieder zurück bist, ich glaube, da kommt nichts mehr. Ich glaube nicht, die auch anderes zu tun. Bitte würde mich so schrecken. Achso, die spielen am Piano. Hallo Krüpp und Babsi auch. Zikuna Long und Marigold hat einen schönen Bauch. Hallo, Nu am Frei. Da sind wir aber. Da sind wir aber. Jetzt wird aber gedänzelt, ha? Das war Ariel, meine Hübscher.
Tick und Along, ha? Ja, Linschu, Carina? Ja, ja, Herr Bayer, wie wär's mit dem Gentänzchen, Dreckenantje? Was ist im Rücken? Ein Messer stecken! Hallo, Spider, um meine Hübsche! Ein Engel tanzen sie! Hat sie. Ja, sie hat ein Messer im Rücken! Ja, das ist das Wenigste, was mich überrascht! Wenn nicht, geht sie. Brav, nächste Feuersage, ich geh jetzt hier in die Tür zu. Kennt sie eine, kennt sie alle. 1-0 für Türkei. Ah, schade. Na, hallo Dogan, mein Schatz, wie geht's dir? Herzlich willkommen. Okay. Hallo Puppe. Oh, ich muss das spielen, oder? 2, 4, 6. Ist das eine 7 oder eine 1? Ich glaube, eine 7, oder? 2, 4, 6, 7, 6, 4, 1, 3, 5, 6, 5, 3, 1. Das muss ich spielen. Okay, warte, ich mache ein Foto. So. Verbrenn dir bitte die Puppe. Ach, die ist ja süß. Warte, ich mache ein Foto kurz. Oder ihr könnt es einfach abtippen. Tippt es einfach ab. Könnt ihr mal abtippen. Am Ende eine 1. Am Ende eine 1. Aber ist das vierte eine 7 und 1? Wenn ihr keinen gewinnt, war es das dann mit pünktlich schlafen. Okay. Okay, danke schön, Dogan. Hoffentlich treffe ich das. 2, 4, 6, 7, 6, 4, 1, 5, 6, 5, 3, 1. Also 22 wird danach verbrüllt immer noch. Ja, ist 22 für Türkei. Oh, ich hab's nicht gelesen. Scheiße, was stand da jetzt? Oh, ich hab mich verdrückt. Kann ich irgendwie Inventar aufmachen? Scheiße. Ach. Tab geht nicht. Schade. Hab's weggedrückt. Ein alter Schlüssel mit einem einzigen Zahn, vielleicht kann ich ihm mit ihm die rote Tür aufschließen. Samantha, danke, dass du da warst. Schlaf gut. Okay. Kann ich nicht. Schade, ich wollte das gerne noch lesen, aber. Samantha, ich danke dir fürs Zuschauen. Chat! Ums Eck kommt jetzt was? Okay. Ich gehe ja schon. Okay. Das ist dieses. Oh, hier, ja, ich kann nicht raustappen, Romeo, das ist das Problem gerade. Das ist doch dieses Death Metal, oder? Wenn ich jetzt raustappe, dann ruckelt alles, aber ich gehe das Risiko kurz ein. Dann ist es halt so kurz. Es ruckelt jetzt alles, ich weiß, Chat, ganz kurz. Ich hab. Moment! Okay, jetzt passt's. So, hier im Mod-Channel steht's gerade. Also, auf dem Brief. Ah, scheiße, also, da in dem Brief stand gerade, es gibt ein Lied, das ich für meine Tochter gespielt habe. Sie hat es geliebt. Sie hat es so gern gehabt, da sie hat immer getanzt wie eine kleine Fee. Meine geliebte Tochter, ich wünschte, ich könnte dieses Lied nochmal spielen, nur ein einziges Mal noch. Das war auf dem Brief. Okay, ganz kurz, ich muss gucken, wenn sie schon mal kommt, weil ich hier die ganze Fenster. Okay.
glaube, Slipknot spielt wieder. Ich hab schon verstanden. Oh. Danke. Aber wo? Ich habe jetzt den Schlüssel, aber warte mal, da war vor ein Schrank, der war verschlossen. Ich will nicht mehr schreien. Nein! Schlüssel, was mache ich mit denen? Ich hab. Was? Guten Morgen, Chat. Guten Morgen. Hallo, habt ihr gut geschlafen? Hallo, guten Morgen, Mrs. Zoe. Hallo, Kai. Guten Morgen. Hallo, Seabrows. Guten Morgen. Hallo, Ayumi. Hallo, guten Morgen. Hallo, Herr Bayer. Hallo, Shiba Inu. Habt ihr gut aufgekrankt? Ich gehe ja schon da, Kelitania. Ja, genau das. Aha. Danke, Mods, by the way. Ich kann sie sehen. Ich kann sie wiedersehen. Ich habe sie gesehen. Sie war genau da. Ich habe sie mir vorgestellt und sie hat mir direkt in die Augen geschaut. Meine geliebte Tochter, du hast dich nicht ein bisschen verändert. Du bist doch genauso wie beim letzten Mal, als wir zusammen waren. Genau wie das letzte Mal, als du bei mir warst. Lebendig. Ach so, ihre Tochter. Also. Eine Kamera. Diese Kamera wurde von der alten Dame benutzt, um Fotos von ihrem geliebten Kind zu machen. Es war der erste Gegenstand, den die Dame verflucht hat, da diese seltsamen Markierungen. Es kann verwendet werden, um Dinge zu enthüllen, die für das Auge nicht sichtbar sind. 1-2 für Österreich! Für Türkei! Aber ein Tor! Ja! 1-2 für Türkei! Wir haben aufgeholt! Wie lange geht's noch? Halbe Stunde noch, oder? Oder weniger? Good. Okay. Wie lange geht's noch? Wie viele Minuten sind gerade? Ich habe jetzt eine Kamera aufgekommen, aber warte mal, kann ich die in die Hand nehmen noch? Nee, kann ich die irgendwie nehmen in die Hand? Ich habe jetzt eine Kamera, da muss ich auch ein Foto machen können. 67 Minuten, okay. Na, okay, ja, ein bisschen noch, aber nicht mehr so lang. Jetzt müssen die ein bisschen Gas geben. Oh, ein Album. Ah, oh, ich muss Sachen fotografieren, oder? Ah, da steht was. Ich muss eine Tür fotografieren, oder was ist das? Drücke zu. Chat, was ist das? Ist es eine Tür? Jetzt tröten die Österreicher. Geil! Dürfen auch mal. Ist es eine Tür? Da ist ein Schrank daneben, schau. Das ist doch das hier. Dr. Apfel, danke für 44 Monate. Ted, ich sage euch nur eins, wir werden ein Foto machen und auf einmal wird ein Geist dort stehen. Nur damit ihr es wisst. Genau, so, wann? Und wann das nächste Foto? Ja? Mein Mann guckt im Wohnzimmer, das spiele ich hier quasi mit. Ah, das so, der Radio da, ich weiß, wo der ist. Okay. Oh, jetzt ist da Blut überall. Aber wurde die Tochter von ihr vielleicht ermordet? Ist das die Story? Hören Sie auf zu flüstern, Maltana. Das hat übrigens Gregoritsch gemacht, der hat im Testspiel gegen die Türkei schon 3 Tore gemacht. Dann soll noch 2 weitere folgen. Wo waren die?
wo war dieses Bett? Shit, kannst du dich noch erinnern, wo dieses Bett war? Kannst du dich erinnern, wo dieses Bett war, Chat? War das nicht da drin? Hallo, könnt ich vorbei? Ja, hinter der Puppe, ne? Und am Tischtuch, aber da, der, hallo, Sie sind im Weg. Kann ich unter Ihren Beinen durch? Was macht die blöde Puppe da? Dusty, danke, dass du da bist. Ich hoffe, es hat Spaß gemacht. Ich hoffe, wir sehen Sie am Donnerstag. 18 Uhr, Donnerstag geht's weiter. Ich schau nochmal ins Fotoalbum, Chat. Ich schau nochmal ins Fotoalbum. Ja, nee, es ist das. Hä? Magyard, dass ihr verzögert habt. Dankeschön. Danke, Magyard. Vielleicht das Messer? Oh, Morahak, das kann sein. Ich schau mal. Ich glaube beides, sorry, Arti. Oder ich hoffe zumindest. Stimmt, ich dachte die Puppe, aber kann ich nicht. Das Loch. Ich will da rein. War immer schön. Dankeschön, dass ich schlaf gut, mein Hübscher. Danke, dass du da warst. Chill, was macht ihr gerade nebenbei? Bei mir warst du gerade doppelt, du Vampire Girl. Ich bin überall. Kannst du ein anderes Bild? Ich kann, glaube ich, kein anderes Bild anklicken. Also, er hat mich nur das anschauen lassen, der Zit. Handeln, Baldur's Gate 3, essen. Zeichnen, Nägel machen. Natalie, meine Bitte auch. Danke. Kommst du vorbei. Wäre sehr lieb von dir. Finde ich super von dir. Da kann ich auch nichts machen, ne? Bett frisch beziehen, sonst Stardew Valley. Ausruhen, weil ich sonst aufräumen. Besucht. Nach 3 Stunden endlich mal kochen. Mit Apple Teelen, Wuthering Waves. Danke, Natalie. Bist die Beste. Ich habe Wust auf dich, kann ich zählen. Das ist. Hab gegessen, jetzt ab ins Bett. Zeichnen. Spiele Cult of the Lamp. Oh, Dienstag, geil, da wird's braut. Ich hoffe, macht Spaß. Sich von Fußballfans und Putzis Jumpscare anschreien lassen. Süßigkeiten essen. So, Luna, was fressen wir gerade? Komm, was hauen wir sich gerade rein? Kann ich vielleicht wirklich ein anderes Spiel auswählen? Nee, gell? Kann ich nicht, nee. Wenn ich A, D drücke oder 1, 2, 3, da passiert nichts. Weiß irgendwer, was wir machen sollen? Hat wer eine Idee? Mods? Avocado? Vom Meetingheim kommen. Ich weiß, es war nicht so anstrengend. Gitarre klimpern, esse Gummibärchen. Mit Periodenschmerzen im Bett liegen und zuschauen. Könnte also schlimmer sein. Ich trinke nur Wein und schaue zu. Könnte schlimmer sein. Die Puppe hält sich die Augen, soll sie vielleicht blind durchgehen. Johnny, wenn du recht hast. Ah, Leute, nicht gesehen. Jedes Mal, wenn ich ein Foto von ihr mache, sieht sie aus, als wollte sie mit mir sprechen, aber ich kann sie nicht hören, sie scheint Schmerzen zu haben. Okay. Ich glaube, da passiert nichts. Ich glaube, kein Jumpscare-Chat. Den haben wir schon mal gehabt, 2 machen die nicht. Also zumindest hier nicht. Aber jetzt, klar, jetzt kann wieder was kommen. Okay, Foto machen. Von hier, hier. Aber jetzt, wenn ich ein Foto mache, könnte Jumpscare kommen. Okay. Oh. Okay, überall Blut? Was hat denn der da gemacht? Wollt ihr ein Zimmer ausmalen oder wie? Ey, das macht Sinn. Handabdruck. Also sie wurde sie im Bett erstochen und ist dann so aus dem Bett geflohen, so, und ist dann so durchgekrachelt, weil hier so ein Handabdruck ist, kann das sein? Ich habe jetzt Angst, dass wieder ein Jumpscare kommt.
Spiel ist echt gut. Das Spiel hat halt sehr krasse Jumpscares. Aber das ist so ein Ding, was die Leute oft wollen. Die Leute wollen oft, Jumpscares. Zuschauer lieben Jumpscares. Und ich finde es auch immer lustig. Aber Leute denken, das ist das, wo Leute sagen, das ist Horror. So, hätte ich wieder Horror. Aber es ist halt sehr viel Jumpscares. Aber das mögen die Leute oft. Ich finde es aber auch okay. Mir macht auch immer Spaß. Wer erschrecken kann, finde ich auch Spaß machen. Auch wenn sich viele nicht gerne erschrecken, aber ich finde es irgendwie lustig. Aber es tut doch ein bisschen weh. Ja? Die sind sehr gut getimt, das stimmt, ja, voll. Oben ist das Bett übergestellt. Vielleicht haben sie sich ver... Ne, die Tochter wurde ermordet, ne? Und, ja, ist das ein Fernseher? Hier ist so eine halbe Tischdecke. Ist das der Fernseher? Hähnchen, du brauchst auf jeden Fall Windeln. Aber 1000%ig, Hähnchen. Aber sowas von. Hähnchen, also wenn du mal eine Windel gebraucht hast, dann heute. Heute, ich habe vorher gebrüllt, als der Postbote kam. Ich habe gebrüllt. Ja, ich habe mich vorher von einer Kartoffelsäure geschlagen, dass ich mich jetzt schon wieder fassen musste. Okay, Hähnchen. Also Jumpscares, die sind krass. Also die Jumpscares sind sehr krass einfach, Hähnchen, wirklich. Daniele Tania hat auch schon, einen Therapieplatz sich besorgt. Oh, da ist auch dieses Auge. Die Daniele Tania hat einen Therapieplatz, gedingselt. Der Mädchen hat sich auch schon angemeldet. Ich würde behaupten, beim letzten Foto kommt die Frau, steht vor mir, wenn ich ein Foto mache. Das ist einfach so ein Ding, das machst du, weil du die Möglichkeit hast. Und das machst du, wenn dann am Ende. Würde ich jetzt behaupten. Ich sage im letzten Foto, der Postbote von Finanzamt von Putin, deswegen hat er geschrien. Der Bayer, da ist er doch. Okay, letztes Foto. Von der Frau. Chat, ich sage euch jetzt, wir machen ein Foto von der Frau, das ist das Bild am Ende des Flurs. Entweder jetzt kommt noch ein kurzer Jumpscare, kann sein. Aber hier, ich sage euch, wenn wir jetzt ein Foto von der Frau machen, steht die vor mir. Das ist so given, oder? Okay, Chat, ready? Ich war zu weit weg, ich muss näher. Scheiße. Oh, ich will nicht noch näher. Oder so. Irgend sowas, ne? Ja. Okay. Ja, ging. Okay. Jetzt zurück zum Buch wieder. Ja. Zitronade, meine Hübschen, danke, dass du da warst. Ich hoffe, dir hat Spaß gemacht. Vielleicht sehen wir sich am Donnerstag. Würde mich sehr freuen. Sie hat extra ein Foto gelächelt. Dachte, ich würde von ihr kommen. Ich habe schon gedacht, dass sie vorne steht. Weil es ist dunkel und auf einmal wird es und dann steht sie da. Weißt du so. Zitronade. Du bist die Therapie, bringst du. Oh, du Franzos aus dem Haus! Terror, bist du, willst du mich zum Psychenheim schicken? Nee, ich dachte, du musst bald nach dem Stream. Häkeln alle wieder eingesammelt, Timono Krano. Okay. Das ist ein Schlüssel, oder? Irgendwas. Achso, hier, jetzt gegen Schlüssel, oder? Ja. Jetzt habe ich Schlüssel, jetzt kann ich die Tür aufmachen. Ah. Das ist aber ein sehr großer Schlüssel. Also. Das ist bestimmt für ein großes Herz. Für die Volucano zum Beispiel. Oder. Oh, Schieber. Ich dachte, du sagst jetzt, weil ich habe nur Österreich gelesen und ich dachte, die werden wieder Torgeschossen. Fuck. 10 Minuten, Chat. 10 Minuten. Letzte Torchance für Österreich. 10 Minuten, das für 2-2 ist. Chat, drückt Österreich die Daumen. 10 Minuten haben wir noch. Könnte knapp werden. Würde mich so freuen für Österreich. Hallo Sakulein, Mensch, herzlich willkommen. Ja, 10 Tore Österreich. Ah, würde mich einfach nur. Würde mich einfach nur freuen. Ich finde, sie haben es verdient. Oh Gott. Oh, herrlich. Oh, jo, Hähnchen.
Was ist das für ein großer Spiegel da? Und, oh, ach, herrlich. Ach, sowas ist immer ein gutes Zeichen. Ich schmeiße die Türken schon Gegenstände auf die Spieler. Aber das haben alle gemacht. Das finde ich auch so dumm beim Fußballspiel. Egal von wem. Aber so Sachen auf den Rasen werfen, ey, come on, was ist denn los? Also das machen, haben aber andere Spieler auch gemacht. Das finde ich von jedem scheiße. Dr. Dealer, hallo, mein Schatz, danke für 2 Monate. Ich bin so eine schöne Zuschauerin, wollte aber mal kurz Liebe lassen und mich für die schöne Unterhaltung bedanken. Oh, ich danke dir fürs Zuschauen, meine Hübsche. Dankeschön. Schönen Abend wünsche ich dir und danke fürs 2. Monat. Und mein Gato Süßes, danke für 2 Gifte. Zaps auch nochmal. War eine Cappy. Eine Cappy tut nicht weh, aber so ein Plastikbecher kann schon weh tun. Ich habe dieses alte Grammophon neben dem alten Buch auf dem Dachboden meiner Mutter gefunden. Die Schallplatte hält eine Art Anleitung, wie man mit einem toten Geist sprechen kann. Ich muss die Anweisung sehr sorgfältig befolgen. Vielleicht kann ich auf diese Weise wieder mit meiner Tochter sprechen. Oh, ja, herrlich. Hat die Türkei kräftige Strafen? Dr. Dean ist auch mal noch abgeschrieben. Danke für die Grinser. Dr. D-Line? Oh Gott, du heißt Dridline. 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 Entschuldigung. Dridline, hallo. Meine Hübsche, wie geht's? Kann deine Puppe mit den Augen Nacht lesen? Das kommt doch von Asterix. Das ist der erste Blatt, was Anweisung hält, wie man mit dem Toten Geist sprechen kann. Du kennst aber eine gute Antwort. Ja, ja, ich glaube, die sind ja auch ganz gut, ne? Obwohl, ich glaube, eigentlich hat man gesagt, sie nicht so gut, habe ich das Gefühl. Na, aber war anscheinend doch ganz gut. Jetzt, Gott, da freue ich mich drauf, wie ich mit Geistern sprechen kann. Dies ist eine Anleitung, wie man mit einem Geist spricht, der die Pforten der Geisterwelt erreicht hat. Seien Sie sich bewusst, dass Sie alle Anweisungen sehr sorgfältig und in die richtige Reihenfolge befolgen müssen. Ein Fehler kann zu einer Katastrophe mögen, wenn sie den Tod führt. Das machen wir nicht. Um mit einem Geist zu sprechen, müssen Sie zuerst verstehen, dass es kein Zurück mehr gibt. Was getan wurde, kann nicht rückgängig gemacht werden. Alle Konsequenzen, nachdem Sie mit dem Geist gesprochen haben, gehen stehen lassen. Oh, krasser, ich drücke euch nicht die Daumen, mein Schatz. Du brauchst ein Ouija-Brett und eine Schale mit deinen Gaben. Stellen Sie sicher, dass Sie einen Spiegel vor sich haben. Der Spiegel wird dir den nächsten Hinweis geben. Ultras ist sehr... Ich drücke euch die Daumen, dass Österreich gewinnt. Mein Schatz, gell? Ich bin auch Wiener. Ich würde es Österreich sehr vergönnen. 8 Minuten los Österreich. Ja, jetzt wird's knapp. Okay, ich muss hier irgendwas reingeben. So ein geiles Spiel. Ich hoffe, es gibt es auch auf der Playseat. Achso, das Spiel ist super, ja, wirklich. Also mir gefällt es auch gut. Das ist halt ein klassisches Horror-Game, ne? So, warte mal, der Spiegel soll mal sagen, was ich machen muss. Mini Crazy, gute Nacht, schlaf gut. Sagt er mir jetzt, was ich machen soll? Hallo Spiegel. Bumm. Ajo. Hat begonnen. Ja, und das sagt man aber wenig. Ah. Ja, okay. Und dann? Du brauchst noch die Schüssel mit deinen Gaben. Ja, wo krieg ich die Gaben denn her? Muss ich wieder Fotos machen? Das war nicht der Präzise dafür, dass unser Leben von Anweisungen abhängt. Kein Bock auf das Gehupe und das Gegröle, weil denk, die hätten schon die EM verloren. Ja, das... Also, ich finde so Hupen ist ja cool, ne? Aber hup halt nicht so bis 1 Uhr in der Früh durch. Egal wer, ne? Das finde ich auch immer so ein bisschen so, ja, du hast jetzt ein Spiel gewonnen und hupen eine Stunde. Also, das war bei uns auch so letztens, so bis 1 Uhr in der Früh gehupt und die Noah hat am nächsten Tag musste früh raus. So, das ist schon sehr nervig. Ich meine, wenn du die DM gewonnen hast, okay. Aber nicht, wenn du ein Spiel willst. Wenn das jeder macht, dann kann er die Stadt nicht schlafen, das ist ja schon. Aber von jedem, also von jedem. Auch wenn Österreich gewinnt, will ich das nicht. Ich will das von keinem. Also das soll jetzt die Türkei nicht machen, das soll Österreich nicht machen, das soll niemand machen. So, ne? Weil du lebst immer noch in einer Stadt, wo Leute in die Arbeit müssen am nächsten Tag oder wo Leute keine Kinder haben und die auch vielleicht dann aufwachen und sowas. Ne? Und ein bisschen Rücksicht nehmen, aber von jedem. Das, ne? Ein Kamm, ach, vom Romeo. Jedes Mal bei dem Spiel. Nee, aber ich würde mir, also ich finde es bei keinem gut. Dieser Hacker muss der Tochter gehören.
Okay, und den nehme ich jetzt raus, oder wie? Kann ich den nicht nehmen? So, aber wie muss ich jetzt die Sachen, die Gaben? Wiener Schnitzel, Döner. Ja, Wiener Schnitzel. Döner ist praktischer, finde ich, ne? So, Wiener Schnitzel. Also, ich mag beides. Döner ist nice, weil es so kompakt ist und du kannst einfach geil mitnehmen, aber so ein Schnitzel ist halt immer so ein bisschen so mehr Aufwand. Aber, es ist, glaube ich, einfacher. Ich mag beides aber, muss ich ehrlich sagen. Aber was meinen Sie jetzt mit dem Scheißding da? Ich habe einen Kamm, ich habe Bilder, ich habe eine. Muss ich ein Foto? Warte mal, ein Foto machen? Nee, das war's. Oder hier? Ah! Mora, schlaf gut, danke, dass du da warst. Aha, okay. Hier auch? Ah ja. A3D5 C8B2E6. Okay, Skornos, schönen Abend, mein Hübscher, wie geht's dir? Schön, dass du da bist. Ah, okay, warte mal. Ja, okay. Ah, Moment, ist A, B, C die Reihenfolge? Warte mal, dann ist die Reihenfolge A3, 3, 2, 8, 3, 2, 8, 5, 3, 2, 8, 5, 6. Wenn das so ist. 3, 2, 8, 5. Richtig? Habe ich was falsch? 3, 2, 8, 5, 6. Stimmt das nicht? Wobei, ist es schon im Spiel. Affe mit Doppelaufe, ich bin hier. Hä? Stimmt das nicht? 3, 2, 8, 5, 6? Danke, Underdog. Ich glaube auch. Aber das ist doch eine 3, oder? Das könnte doch ein halb 8er sein. Drei Minuten noch. Pff, könnte knapp werden. Vielleicht haben wir Glück. 3, 2, 8, 5. Oder ist das ein. Nee, das ist eine 6. Oder ist ein Nuller? 3, 2, 8, 5, 0? Nee. 3, 2, 8, 5. Nee, 6. Andersrum vielleicht. Ah, okay. 6, 5, 8, 2, 3. Kera, hilf mir! Vielleicht ist die 8 eine 0? Das ist doch kein 0! Natürlich, ich hoffe. Ist so spannend gerade. Vielleicht auf dem Brett? Hä? Wird jetzt nach Buchstaben sortiert? Das habe ich ja gemacht! Und Giana! 3? 2, 8? Haben die Bilder unterschiedliche Größen? Ja, aber was hat das dann mit den ABCDE? 8, 5, 6? Die Lösung ist nicht dort, wo ich denke. Okay, also 3, 2, 8, 5, 6. Das war ein guter Tipp. Muss ich wieder raus? Nee, oder? In der Reihenfolge. Okay, also Chat, nochmal. CDBEA. Okay. CDBD. Was, wie? Eine Minute. Puh, geht knapp. CDBEA. Okay, CDBEA. 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 Okay. Also Chat. 8. 8, 5.
852 63. 85263. Oh Scheiße, was hab ich gesagt? 82563? Türkei hat gewonnen. Na, schade. 82, ah, freue mich auf Schub mal. 852, aber es hätte bei Österreich aussehen können. Naja, Nachspielzeit. Okay. 85263. Ja! Boah! Aber wie viele Minuten Nachspielzeit? Geil, Mauritio, hast du richtig gut gemacht. Zweite Schallplatte. Die Tür ging wieder zu. 4 Minuten. Okay, okay, okay. Vielleicht reicht's. Vielleicht tun nicht. Wir werden schon. Um mit einem Geist zu sprechen, musst du eine Opfergabe machen. Zuerst müssen sie einen persönlichen Gegenstand der Person, mit der sie sprechen möchten, in die Opferschale legen. Achso, soll ich das machen? Geht's oder... Okay, dann nehme ich den Kamm. Ich entscheide mich für den Kamm. So, der letzte Gegenstand soll ein Bild der Person sein, mit der sie sprechen möchten. Da wo ist denn der? Lümpfki, danke für den 40 Monate. Ich habe ein Bild der Tochter, das ich vorhin in einem Album gefunden habe. Vielleicht kann ich es verwenden. Aber wo ist das Album? Ich lege Putzi Honig auf den Schall. Wo ist denn das Bild? Österreich hat Wetter gespielt, muss man nur sagen. Ja, weiß nicht. Hab gehört, dass wir nicht so gut waren. Muss ich da reinschauen vielleicht? Oder habe ich das Bild noch? Ah, okay. Das war die Tochter. Ich dachte, das war die Oma, dachte ich. Okay. Ja, also in den Spiegel muss ich schauen, oder? Sie haben alle Opfergaben zugefügt, die Geister sind hier und hören zu, geht. Spricht, spricht, spricht! Ey, ja, ich spreche schon! Ich spreche! Was spreche ich? Was sage ich? Oh, die sind wirklich da. Okay, hey! Drücke, um mit dem Geist zu sprechen. Ist hier gerade jemand bei mir? Ja, frag das doch. Ja. Okay, wir haben ihn bei uns, geil. Drücke E, Chat. Ich frage den Chat, ist hier gerade jemand bei mir? Wir sind viele. Bist du an einen Gegenstand gebunden? Schreib wahrscheinlich wieder ja. Oh, er hat nichts gemacht. Keine Antwort. Bist du... Okay. Wenn ja, an welchen Gegenstand bist du gebunden? An mein Handy. Was... C, O, Koll, Puppe, hä? Doll, okay, Doll, eine Puppe. Was suchst du? Friend. Boyfriend. Ein Mann. Fleisch. Oh, du, da haben wir... Nein, wir haben nichts. Die sind nämlich mit der Nummer, die ist Veganerin. Die hat ja nichts. Scheiße, Mutter, hilf mir. Bist du die Tochter? Keine Antwort.
Antworte mir, bist du die Tochter? Eckball, letzte Chance. Ey, Ultras, drück Daumen. Ich drück Daumen, Ultras. Goodbye. Oh, scheiße, jetzt krieg ich... Entschuldigung, jetzt nicht fressen. Oh, oh. Von der Post, danke, dass du da warst. Schlaf gut, mein Hübsche. Und danke für den Support. Chat, Jumpscare. Ich bin nicht ready. Oh, shit. Ich dachte, jetzt krieg ich auf die Fresse. Ich hab überlebt. Ich dachte, jetzt sterbe ich. Oh. Verloren leider. Ah, schade, Ultras. Ich hab Daumen gedrückt. Naja, egal. Ultras. Aber wir haben gut gespielt, Ultras, muss man sagen. Wir haben gut gespielt. Ich hätte es uns vergönnt. Sivirane, schnell in den Burger. Soll sie den essen? Ich kriege. Pass auf, Putzi, gleich wird gehupt. Ich bin gespannt, ob ich es höre dann heute. Sie hat mir gesagt, dass sie wieder leben will. Sie will ihren Körper zurück, ein richtiger Körper mit Fleisch. Sie kann mich nur mit ihren hölzernen Augen anstarren, ohne jede Emotion. Ich werde alles für meine Tochter tun. Alles! Moment. Hat sie... Oh, sie hat ihre tote Tochter mit so einem Ritual in eine Puppe gegeben. Das ist es, ne? Also die hat es und ne und die Tochter ist jetzt da drin und ist da quasi so gefangen. Ne? Ha? Österreich verloren, gell? Naja. Und die Noah sagt gerade, und wenn du am Freitag jetzt noch Deutschland rausführst, für wem soll die Noah dann sein? Gibt keinen mehr. Dann wird die nicht mehr geschaut. Dann schauen wir die alten Spiele wieder. Das Fußballspiel hat mich fertig gemacht. Ich bin jetzt 60 Jahre älter. Für Spanien. Oh, ich wäre wieder für Schottland. Die waren sympathisch, ja? Aber es war ein spannendes Spiel. Sind das Bots? Wer? Bei mir? Nee. Also ich glaube, bei mir ist kein Bot. Also manchmal hat man so einen, aber in meinem Chat gibt es wen. Also ich... Oh Gott, die Puppe. Walter, du süße Maus, lass dich küssen! Löffel, danke für 7 Monate. Walter, ich wusste, dass du da bist. Spannende Spiele, stimmt. Ja, das ist das Wichtigste. Und ich hoffe, die Österreicher waren fair den Türken gegenüber, auch so am Spielfeld. Ich bin immer Fan davon, wenn man sich am Ende die Hand gibt. Oder ich finde immer Trikottausch bei Fußball immer sehr nett. So, ich hoffe, dass es einfach ein schönes Spiel war. Für beide. Was die Fans, da kann man nichts dafür. Die Schweiz wette ich. Ich will die Schotten aber wieder haben. Was ist das denn? Schlüssel? Kellerschlüssel. Mit diesem Schlüssel kann ich den Keller aufschließen. Und warum will ich sehen? Warum will sie, dass ich da runtergehe? Ist ihr Körper da unten noch? Aber jetzt ganz ehrlich, warum will sie mich erschrecken, wenn ich helfe? Ich würde es in Niederlande oder Schweiz ja gönnen, falls Deutschland rausfliegen sollte. Also Deutschland, Niederlande und Schweiz. Ja, da gehe ich mit ein, ja. Ja, ich finde auch, dass jeder Deutsche einen Schotten bekommen sollte. So einfach so als Mitglied. So, weißt du, so du bist so eine dreiköpfige Familie und kriegst halt einen Schotten mit in die Familie. So, oh, geil. Wo eine Neukölln-Eskalation. Aber bei dir gerade oder Fans oder wie? Hallo Stream, sag mal, Schatz. Wir schließen die Augen. Wir atmen ein. Und atmen aus. Wenn das Herz gerade unrhythmisch ist, es legt sich wieder. Wir nehmen einen Schluck.
Herrlich. Herrlich, Chat. Geht's uns nicht gut, Stream sagt, ha? Ich bin wirklich seit richtig gestochen gerade. Oh, lecken Sie mich am Arsch. Na, da hilft nur eine Zigarette. Nein, da hilft keine Zigarette. Eher ein Cannabis. Ich finde es so schade, dass Israel nicht spielen durfte, nur wegen solchen schönen Menschen. Ja, Kobe, heute entspannter Stream. Ein Schluck von was? Whisky oder Cola? Egal, nimm dir was, was dich beruhigt. Und bei uns machen die sogar Böller. Böller habe ich noch nicht gesehen bei uns. Was ist denn jetzt mit der Wohnung passiert? Entschuldigen Sie, das ist immer noch meine Wohnung da hinten. Ich glaube, mein Lehrer war kurz vor mir und ich bin wieder aufgewacht. Ich finde es schade. Ich würde noch im Anschluss gerne noch ein Spiel mit euch spielen, Chat. Ich meine, es ist ja erst 11, ne? Ich muss bei der Win noch eine Koro-Bestellung machen heute und dann würde ich noch gerne eine Runde Camera-Watch-Game machen, wenn ihr Bock habt. Kamera schauen. Also weißt du, eines der guten Spiele. Würde ich gerne noch mit euch eine Runde machen. Aber davor noch eine Koro-Bestellung mit Noah. Im Anschluss noch. Ich glaube, wir nehmen kurz. Bei uns hupen die Autos wieder. Aber ist das nicht bei allen Mannschaften so, dieses Hupen? Also mir ist es auch an einem Tag besonders aufgefallen, aber ich habe das Gefühl, das machen schon viele Mannschaften auch. Und ich finde es auch okay, wenn du nachhubst, aber hup halt nicht bis 1 Uhr in der Früh. Bei uns hupt keiner. Ach, das neue mit den Monstern mit 500 Phrase Light Game. Nee, Pickcraft, ja. Ein anderes. Hupen finde ich so schlimm wie das Geballer, das geht gar nicht. Ja, das finde ich auch doof. Das mache ich aber auch zu Silvester nicht so. Alter, warum? Blöde Kuh! Ich bin gerade dir am helfen! Ich helfe dir gerade, du blöde Tochter! Ich helfe dir! Warum? Warum jagst du mich? Ich helfe dir gerade, du blöde Kuh! Ich bin gerade im Keller für dich! Ich hol dich da raus aus deiner Scheißpuppe! Warum? Was ist das für eine dumme Koche? Ich helfe dir doch gerade! Jetzt hör auf mich zu schrecken! Ich geh doch schon in den Keller! Boy! Die ganze Zeit! Buh, buh! Bro, ich helfe dich! Ich bin der Letzte! Gerade der hilft! Ich lebe noch! Die anderen sind alle tot! Oh, das ist wirklich... Das ist eben so Horrorspielen! Ich will gerade so eine Alte aus so einer Puppe rausholen! Dass die da nicht mehr als Geist drin spukt! Und dann erschreckt die mich in einer Tour! Warum? Ich helfe dir! Oh, pass auf, jetzt kommt die wieder. Ich helfe auch. Meine Güte. Jetzt ist aber mal Ruhe. Nimm den Red King. So, Red King, viel Spaß heute Nacht. Damit erschreckt man noch Vögel und sie verbrauchen Energie durch Aufschrecken suchen. Kann Vögel das Leben kosten? Ja, ich weiß. Ja, ist auch zu Halloween, zu Silvester nicht so geil. Das ist Game Hard, der Red King, das Spiel. Aber warum ist jetzt der Keller unter Wasser? Meine Nachbarn rasten gerade vor der Tür komplett aus. Sind die türkisch? Ja, ich hätte. War nicht irgendwie die Prognose, dass Österreich hätte gewinnen sollen? Das ist halt, ja. Aber war nicht irgendwie die Prognose sogar recht gut für Österreich? Dass die Wahrscheinlichkeit sogar recht groß war, dass wir gewinnen? Ist halt so, ist halt ein Fußballspiel, kannst gewinnen. Portugal hat auch was verloren gestern, ne? Ja. Huch, ist mein Abonnement verpackt. Exili. Stand doch nichts da. Exili, ich danke dir, aber kann sein, dass es verpackt ist. Aber ich sehe es auch da nicht. Exili, aber danke für den Sub. Dankeschön. Und Dragon Force, danke für den Prime Sub. Herzlich willkommen. Hat die mich jetzt in den Keller eingesperrt, die blöde Kuh? Ich helfe dir gerade. Portugal. Ja, Männchen. Portugal, sorry. Was hab ich gesagt? Oh, nee, jetzt nicht! What the fuck, wer bist du denn? Tupen die bei uns auch. Ja, jetzt tupen die bei uns auch. Okay. Da
fixen Tag für 20 Euro. Vielen Dank nochmal. Und im Moment, dass nur der Körper da hängt. War das meine Taschenlampe? Die Taschenlampe ist kaputt, benutzen Sie Ihr Feuerzeug. Auch herrlich. Ja, komm. Wo sind die Beine? Ja, der hat keine mehr. Die Puppe dreht sich um. Und hallo Morbel, ich liebe deinen Namen. Ich hoffe beim Fußball immer auf die Mannschaft, die um ein Uhr nicht hupt. Egal wer es ist, ich wünsche mich, hätte die andere die hätte gewonnen. Sieht aus, hat sich wohl. Danke schön. Ah, jetzt hupt. Oh Gott. Ja, bei uns wird auch gerade durchgehupt. Ja. Ich wünsche Österreich hätte gewonnen. Aber es ist ja auch erst kurz nach Dingsel, ne? Also ist ja okay. Aber mach nicht bis 1 Uhr. Ja, bei uns wird gerade gehupt. Hört man es? Hört man es bei uns? Also jetzt ist es gerade weg. Aber hat man es gerade gehört? Ja, das hört man. Man hört es, okay. Drangelitania, danke dir nochmal. Wie viel waren das heute schon wieder? Du Verrückte. Drangelitania, 50 Euro waren es. Dankeschön. Oder was, 20? Drangelitania, vielen Dank. Hört man's? What the hell? Die haben die... Das... Okay, dude, ich geh weiter. Es kommen auch jetzt noch ein paar Jumpscares wahrscheinlich im Spiel, würde ich behaupten. Danke euch beiden. Ganz um, ich freue mich, dass es dir gefällt. Danke für den Support. Ich habe ein bisschen Angst vor ihm. Nee. Ich mach's Licht nicht an. Ich mach's Licht nicht mehr an. Ich mach's Licht nicht mehr an. Was willst du machen? Wenn im Dunkeln ist, sehe ich keine hässliche Fratze. Ich mach's nicht an. Was willst du machen? Du kannst mir nur erschrecken, wenn ich dich sehe. Aber wenn ich dich nicht sehe, kann mich nur erschrecken. Wenn ich so durch die Geisterbahn gehe, dann ist sie unheimlich. Verstehst du? Ich muss die Scheißlampe nicht anmachen. Ich kann auch einfach dunkel sitzen bleiben. Hä? Aber ich muss anmachen, damit der Jumpscare kommt. Ich weiß, Chad, Jumpscare, hier, bitteschön. Da war er. Habt ihr gesehen, da war er. Hä? Licht aus, Licht an, Jumpscare, da war er. Wir gehen weiter. So. Chat, rechts oder links? Rechts oder links? Wo gehen wir hin? Rechts oder links? Ey, wir können rechts oder links. Könnt ihr euch aussuchen. Ich lasse euch entscheiden. Ihr dürft. Links, links, links. Rechts, links. Aber ich habe die meisten um links gesagt. Stimmt, der Eul hinter ist eigentlich dumm, ne? Warum soll ich einen Geist nachgehen? Das macht ja wirklich keinen Sinn. Ah, scheiße, ich muss aber... Ich muss ihr. Stimmt, ey, ist es dumm, ihr hinterher zu gehen. Katsura und Defnet und Hofskinder, vielen Dank noch einmal. Danke für den Support. Vielen lieben Dank euch. Dankeschön. Wenn ihr noch da seid. Immer der Oma hinterher. Schlüssel, Achtung. Das ist auch so, wenn da hinten so ein Fenster ist. Na, was soll denn passieren? Was soll denn passieren? Soll man den Körper auf den Kopf kacken? Natürlich kommt die! Ich sagte, die will dich. Ich weiß eh. Natürlich bin ich da. Ey, Katsura! Da ist er doch! Und Teufelskinder! Durch mich ist Defnet erst auf Twitch gestoßen. Schaut dir gerne zu! Teufelskinder, schöne Grüße an Defnet. Und Defnet, schöne Grüße an Teufelskinder. Da rechnet die nie damit. Da ist sehr dunkel, wenn ich gerade ausgehe. Da ist sehr dunkel.
Ich gehe so lange in so einen dunklen Gang einfach rein. Ist ja fast wie das Spiel im Wald. Da könnte auch noch was kommen. Es ist doch so ein Spalt und dann... Oh, beruhigend! Oh, beruhigend! Er sitzt neben mir! Okay. Defnet, schöne Grüße an Teufelskind, aber sag nicht, dass es von mir ist. Oder sag es von mir ist, aber ich hab's nicht gesagt. War das die Tochter, die da eingesperrt war? Das ist... Diese Kette ist sehr unangenehm, aber ich kann sie nicht abnehmen. Sie trägt ein seltsames Symbol zusammen mit einer Zahl. Vielleicht zeigt die Zahl die aktuelle Anzahl der Raubfahrer an, aber ich weiß nicht, was das Symbol bedeutet. Ja, was für ein Symbol? Also... So Rebellen? Uns haben bis kurz gehupt und jetzt schießen sie Feuerwerk. Ja, Feuerwerk ist ein bisschen übertrieben, ne? Also Feuerwerk ist ein bisschen übertrieben. Also du hast ja noch nicht die EM gewonnen, du hast das Spiel gewonnen. Also ich... Oh Gott. Linschu, danke, dass du da warst. Schlaf gut. Muss ich irgendwas drücken? Ich hab Angst, dass ich in die Luft flieg. Ne? Feuerwerk ist ein bisschen viel. Ja, Feuerwerk finde ich ein bisschen übertrieben auch, ne? Weil stell dir vor, jeder zündet nach jedem EM-Spiel und es gibt 3 pro Tag Feuerwerk. Ey, ich hab keinen Bock auf einen Monat Silvester. Ja? Oh, jetzt will's mich wirklich, gell? Jetzt will's mich wirklich. Also jetzt hat sie Bock. Das ist der mit der Kette. Ah, hier, der mit der Kette übrigens. 07. Ah, das glaube ich nicht, Chucky Tweak. Ich glaube, der Gewinner zelebriert. Und das ist auch okay, ich vergönne es jedem. Ich finde es auch nicht schlimm, wenn man nach dem Fußballspiel eine Stunde hupt oder so. Das finde ich schon okay. Aber hup halt nicht bis 1 Uhr in der Früh. Egal wer. Wie gesagt, na, ich will es jetzt wirklich nicht so. Also, ne, ist mir egal. Auch Österreich nicht. Ich finde Österreich auch, soll auch nicht hupen bis 1 Uhr in der Früh. Ist auch scheiße. Ich finde auch, was die Engländer gemacht haben. Da gab es irgendwie so Videos, dass die Engländer so Stühle geworfen haben und dann so ein Café zertrümmert hat. So, ey, feier, aber mach doch nichts kaputt dabei. Oder nerv jemanden nicht. Weißt du, so ist immer cool, aber mach doch nichts kaputt. So, weißt du, so die Engländer haben, glaube ich, also ist auch falsch, wenn aber so englische Fans oder sowas haben so Stühle und so geworfen. Und so, come on, warum? So. Das war ein Gänschen bei euch. Vielleicht ein bisschen Grimburg. Ja, das ist ja okay. Ich glaube, ich muss aber das merken. Das ist so ein O mit so einem Strich und 7. Grüß Gott, ja, danke fürs Grimburg. Vielen lieben Dank. Dankeschön. Muss ich runter? Nee. So was gibt gar nichts. Ja, genau. Also ich finde immer so ist komisch, dass so England auch so... Schottland war so cool. Warum ist England so gewesen? Also kann man auch nicht verallgemeinern, aber die Fans halt so. Vielleicht waren die Schotten aber auch, ich weiß nicht. Ah, warte mal, ich weiß jetzt, hier war das Symbol. Das war so ein O, durchgestrichen. Ach, Burntime, danke für das Monat. Vielen Dank, Dankeschön. Herr Burntime, wie geht's? Warte mal, das war so ein durchgestrichenes O? Hä? Aber das ist doch nicht. Ist halt England. Ja, aber das ist ein bisschen sehr verallgemeinert. Also, warum war England so? Also, wie gesagt, ja auch nicht alle, aber... Warum waren Schotten so und Engländer so? Die sind ja so close. Kann man aber auch nicht verallgemeinern, muss man sagen. Also, aber ich habe nur die Bilder von Engländern gesehen. Waren die Hooligans? Okay, ja gut, dann. Ja, Hooligans ist immer... Also, ja. Wie gesagt, gibt sicher auch nette, aber ich finde immer doof, wenn man was kaputt macht. Ich finde einfach doof in einem schönen Wettbewerb und ich finde die EM dieses Jahr ist sehr schön. Aber ich finde, in einem Wettbewerb was kaputt zu machen, finde ich, hat keinen Platz. So Zerstörung sollte in so einem Fest nie sein. Und ich finde, Zerstörung ist auch, wenn du... Oder stören oder sowas. Also das finde ich, hat einfach keinen Platz in so einem Ding. So, ich finde, du kannst dich freuen, du kannst feiern und voll cool, aber mach nichts kaputt. Das finde ich einfach immer doof. Ganz links an der Wand. Welches links? Ah, ich sehe, danke für 6 Monate, hallo mein Schatz. Ganz links von den Sachen.
Das da? Aber das sah das nicht anders aus? Ich habe die 7 auch noch gesucht. Hey, anders geht mein Schatz. Ich kann mir das so denken, dass manche Mannschaften nur einen Main-Spieler als Team hat und die anderen haben viele verschiedene Personen, die Spiel machen sind. Fußball ist eher nicht so wichtig. Ja, das war beim Fußball, glaube ich, auch immer so. Und 7 aber auch noch. Ich fand das halt super fun, als die albanischen Fans Nudeln von den italienischen Fans. Ja, das ist lustig, ne? Da gab es dieses Video, wo die albanischen Fans so die Nudeln von so italienischen Fans zerbrochen haben. Und das ist genau das, was ich bei der EM will. Weil so, und die Italiener haben auch so cool mitgemacht. So, das ist halt ur. Das ist super sympathisch von beiden. Das ist halt urgeil. Sowas, genau sowas willst du ja haben bei der EM. So lustige, doofe Sachen. Oder diesen einen Saxophon-Dude von Deutschland. Der ist auch geil. Na, so, genau sowas willst du sehen. Ne? Hallo, Marilu. Das ist die echte Marilu, die kennt man doch. Marilu, guten Abend, hallo, wie geht's dir, mein Hübsche? Schön, dass du da bist. Aber ich kenne den Namen zumindest sehr gut. Ich weiß nicht, woher. Vom Erik vielleicht? Vielleicht auch viel gehört. Einfach was Harmloses. Wo kann er zu schauen? Genau, genau. Das ist auch das. Also, feiern cool, aber macht nichts kaputt. That's it. Oder nerv andere nicht. Wo ist 7? Ich muss doch noch die 7, oder? Ist das die 7 vielleicht? Nee, auch nicht. Hä? Hä? Ja, von Erik. Ja, genau, da glaube ich, glaub, da kenne ich den Namen. England sind knapp bis 22 Uhr. Früher war das auf jeden Fall so, da muss ich dann. Ja, das wäre ja doof. Ich muss auf den seine Fessel schauen, aber da steht doch 7, aber was mache ich damit, oder? Chat, sorry, dass ich schon langsam bin gerade. Ich gebe mir eh gerade Mühe, aber was soll ich denn machen? Hier steht doch. Oder sehe ich das falsch und ich muss so? Nee, ist wahrscheinlich so, oder? 7. Oder ist es so? Und das sind so zwei Striche. Bemängelten Fuß. Oh, da habe ich gar nicht geschaut. Stimmt, da hängt ja auch wer. Aber was hat die Zahl von ihm zu bedeuten? Ah! Aha, okay, dieses komische Ding 9. X9 oder sowas. Teufelsbraut, ich danke dir, dass du da warst. Danke, meine Hübsche. Schlaf gut, erhol dich gut. Ich hoffe, du kannst heute schlafen. Ich hoffe, mit dir wird nicht zu viel gehupt. Und ich hoffe, du träumst schön. Und morgen ist ein schöner Tag. Ja, gestimmt. Marilu Luch, nee, das ist meine. Das ist meine. Top-Fukulatschen, das sind meine. Nee, die sind eigentlich vom Erik, aber die sind sehr lieb. Ich liebe die zwei. Geht irgendwer mit mir. Silvia Rane, danke dir, mein Hübscher. Da geht wer, oder? Oh, ich freue mich schon auf den nächsten Jumpscare. Geht er da unten gerade spazieren? What the fuck? Oh, der hat den Kopf gegen die Wand, oder? Ja. Muss ich ein Foto machen? Danke, Frau, danke dir. Schlaf gut. He tried to hurt her. Oh, er hat versucht, ihr weh zu tun. Oh, ja, du, ihr tut's mir die ganze Zeit weh im Herzen drin. Oh, Zwergenaxt, du süße Maus. Die alte Frau ist verrückt. Ihre Tochter ist weg, für immer verschwunden. Die Puppe spielt mit ihrem Verstand. Sie zerstört ihr Gehirn. Dieses Ding ist nicht ihre Tochter. Es ist etwas viel Dunkleres. Ich muss es zerstören. Vielleicht kann ich auf diese Art und Weise von diesem Ort entkommen. Seabros, mein Schatz, hab dann. Ja, Seabros, hast ein neues Herz für mich, geil. Muss ich die Puppe zerstören? Ja, die hat wahrscheinlich so ein Ritual gemacht und hat sie in den Dämon eingesperrt. Na, hallo.
Bitte erschrecken Sie mich nicht, bitte schön. Nicht erschrecken, danke schön. Vielen Dank. Danke für Sie erschrecken, danke schön. Danke, ich werde mich sicher nicht mehr erschrecken. Danke für Sie erschrecken. Oh ja, das ist schön. Ich werde mich nicht erschrecken. Ein Benzinkanister, was werde ich damit wohl tun? Wahrscheinlich die Puppe verbrennen. Never seen, hallo meine Hübsche, du gehst ins Schlafen. Willst du nicht noch den Jumpscare miterleben? Den habe ich gemeint. Never seen, es hätte sich aber sehr geärgert, wenn du jetzt früher abgeschaltet hättest. Never seen. Also da, du hättest dich geärgert. Sei noch ein bisschen dankbar. Never seen, gell? Dankeschön. Aber jetzt kann's gehen, Never seen. Jetzt kommt nichts mehr. Schiebe ihn und schlaf gut, meine Hübsche. Danke, dass du da warst. Hast du den Donut übersehen? Ich glaube, ich bin einer der Streamer, der sich zu viel bedankt und ich denke mir immer, es geht den Leuten um Nerven. Das tast ja auch noch da. Oh cool, ich bin eingesperrt mit der Puppe. Was soll jetzt noch passieren? Du kleine Scheißpuppe. Ich werde dich heute Nacht dem Big Draft ins Bett legen. Der kann sich dann um dich kümmern. Ich geb dich her, du kleinen Dreckspuppe. Ich brauch dich nicht mehr. Ich verkaufe dich am Flohmarkt, denn ich schenk dich her. Ah, und das sind die Gebeine von ihrer Tochter wahrscheinlich, ne? Und sie hat hier durch ein Ritual ihre Tochter in diese Puppe eingesperrt. Die Nastasia kriegt auch noch eine Hälfte von der Puppe. So. Ich besuche das Grab meiner Tochter jeden Tag. Ich konnte den Gedanken nicht ertragen, dass sie nicht mehr bei mir ist. Nicht mit ihm zu Hause. Ich musste ihr Grab ausheben und ihre Gebeine herbringen. Zurück in ihr geliebtes Zuhause. Also sie hat ihre... Sie hat die Puppe aus... Und hat den Körper ihrer... Ihrer Tochter, also die Seele ihrer Tochter, durch ein Ritual in die Puppe. Und deswegen spukt's. Puppe ist nicht ihre Tochter, sie ist ein Dämon. Ich muss ihn verbannen, bevor es zu spät ist. Oh, jetzt muss ich den Benzinkanister holen durch einen Gang voller Jumpscares. Miliandra, dankeschön für 5 Euro. Danke. Das war Nummer 1, es kommen noch ein paar. Miliandra, danke für 5 Euro, vielen Dank. Dankeschön. Du hast versucht, meine Tochter weh zu tun. Ja, bitte, das sieht doch liebevoll aus. Hä, bin ich tot? Oh Gott, bei uns wird so laut gehupt gerade. Nein! Sind das die anderen, die es auch versucht haben, sie zu retten? Oh Gott, jetzt hänge ich doch an. Vielen Dank für die Worte. Schön. Oh, da ist die Tochter. Oh, bin ich aufgehängt worden? Hänge ich gerade am Strick, oder wie? Und ein schlechtes Ende. Ich wollte gut... Ein paar Tage später. Dragon, danke für Raid, MC Dragon. Moment, ein paar Tage später. Moment, bin ich jetzt ein neuer Dude, der neu einzieht? Oh, jetzt sieht der Nächste ein, oder? Wie kommt der Name kaputt und zustande? Nightwing! Nightwing, jetzt, ich erinnere mich, ich habe dich vorhin gelesen. Ich habe mir einfach gedacht, was klingt lustig, was klingt nett und was merkt man sich leicht. Und so ist Capuccio entstanden. Oh, da, und deswegen ist der Keller zugesperrt. Und jetzt spiele ich wieder die neue Person, die einzieht, quasi. Und jetzt ziehe ich wieder in das Ding ein. Und ich sage euch, ganz oben wird die alte Frau wieder zusammenkehren und sagt, oh ja, hier in dein Zimmer. Und, na, und es fängt wieder von vorne an. Ey, Drago, danke, Ray, danke, Richards. Ja, wunderbar. Hoffe, du hast auch einen schönen Stream gehabt. Dankeschön. Nightwing, ganz leicht.
Schaukelzeit, Silveran, aber du tauchst mich an. Gell? Ich will dich schon wieder. Und jetzt geht's wieder von vorne los. Genau. Ich muss gleich noch mit der... Die Noah kommt gleich noch in den Stream und wir machen noch eine Koro-Bestellung. Und dann spielen wir noch eine Runde Cam-Game, wenn ihr Bock habt. Ich hoffe, ihr habt noch Lust. Ein Loop. Genau, jetzt geht wieder von vorne, Zebra. Hey, die Frau ist gar nicht da. Ich hätte jetzt echt schwören können, die Frau ist wieder da. Okay. Ja, Cäsar, kommst mit. Ich nehme den Vorschlag, kann man nicht direkt zur Mutti. What the fuck, so sah die Wohnung aber nicht aus. Hä? Warum sieht die Wohnung jetzt anders aus? Da ist die Puppe. Das sind alle Leute, die vermisst wurden. Das ist so die Situation, wenn du merkst, dass du für 3 Quadratmeter in Berlin 2000 Euro zahlst. Ja. Aber ich fand die Story überraschenderweise ganz gut. So, wir haben so viele Horror-Games, wo die Story eigentlich so keinen Sinn ergeben hat, weißt du, wo das alles so ein bisschen, die Story so ein bisschen so, aber ich fand die Story eigentlich insofern ein Horrorspiel eigentlich echt gut. Also, es war einfach für ein Horrorspiel und es hatte einen der brutalsten Jumpscares der letzten Jahre. Ey, dieser eine Jumpscare, wo die ums Eck geschaut hat, da, ich habe gebrüllt, ich habe mich noch nie so erschreckt. Aber ich